Hallo. Ich sehe, da sind schon zwei, drei Leute da. Ich dachte mal spontan kurz live gehen und ein Kapitel vorlesen, da habe ich irgendwie Lust und vielleicht hört ja jemand zu. Also hier steht, es geht. Ja gut, wenn jemand da reinschreiben kann, ob man es sieht. Dann kann ich auch anfangen zu lesen. Ich würde einfach da weitermachen, weil wir letztes Mal aufgehört haben. Okay, also ich gehe mal davon aus, jetzt einfach, dass es funktioniert. Wenn ich laut genug bin oder zu laut oder zu leise, könnt ihr gerne sagen. Okay, gut. Danke. Hallo, Trombus. Dann scheint es ja zu funktionieren. Könnt ihr gerne sagen: Hallo Melanie. Okay. Ähm, ich kann auch das zeigen. Ich weiß nicht, wollt ihr mitlesen oder soll ich es ausmachen? Ich kann es jetzt ja mal anlassen. Ähm, ja. Gut, dann würde ich jetzt gleich einfach mal los. Zu leise. Okay, dann. Ein bisschen lauter. Na, hab denn ein Bisschen lauter kann ich es schon noch stellen. Wird es jetzt halt nicht zu laut stellen, aber ich glaube so, so ist ein bisschen lauter hoffentlich. Okay. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal anfangen. Okay, perfekt, wenn es passt, dann machen wir mal weiter. Oder legen los, vielmehr. <laughs> Gilderay Lockhart. Am Tag darauf jedoch hatte Harry kaum etwas zu grinsen. Vom Frühstück in der großen Halle an ging es bergab. Die vier langen Haustische unter der magischen Decke, heute in wolkig trübem Grau, ächzten unter ihrer Last aus Schüsseln mit Haferbrei, Platten voll geräuchertem Hering, Teller mit Eiern und Schinken und Bergen von Toastbrot. Harry und Ron setzten sich an den Tisch der Gryffindors, neben Hermine, die Abstecher mit Vampiren aufgeschlagen, gegen ein Milchgut gelehnt hatte. Ihr Morgen, Gruß klang ein wenig steif und Harry spürte, dass sie immer noch die Art und Weise, wie er und Ron nach Hogwarts gelangt waren, missbilligte. Neville Longbottom dagegen grüßte sie fröhlich. Neville war ein rundgesichtiger und unfallträchtiger Junge mit dem schlechtesten Gedächtnis von allen Menschen, die Harry jemals kennengelernt hatte. Die Post möchte gleich kommen. Ich glaube, Oma schickt mir ein paar Sachen, die ich vergessen habe. Tatsächlich hatte sich Harry gerade über sein Haferbrei hergemacht, als auch schon ein Rauschen über ihren Köpfen zu hören war, und gut hundert Eulen hereinströmten, die in der Halle kreisten und Briefe und Päckchen in die schnatterte Schülerschaft fallen ließen. Ein großes, klumpiges Paket prallte von Nevils Kopf ab, und einen Augenblick später fiel etwas Großes und Krauses in Hermines Krug und bespritzte sie alle mit Milch und Federn. Errol! sagte Ron und zog die betröppelte Eule an den Beinen aus der Milch. Errol sackte ohnmächtig auf dem Tisch zusammen, die Krallen in die Luft gestreckt und einen feuchten roten Umschlag im Schnabel. Oh nein, seufzte Ron. Schon gut, er lebt noch, sagte Hermine und tätschelte Errol sanft mit den Fingerspitzen. Das ist es nicht, sondern das hier. Hallo Astrid, freut mich, Mina. Ron deutete auf den roten Brief. Harry kam er ganz gewöhnlich vor, doch Ron und Neville sahen ihn an, als würde er gleich explodieren. Was denn los? Fragte Harry. Sie. Sie hat mir einen Heuler geschickt, sagte Ron mit einer matter Stimme. Mach ihn lieber auf, Ron, flüsterte Neville ängstlich. Sonst wird es nur noch schlimmer. Meine Oma hat mir mal einen geschickt und ich habe ihn nicht beachtet und. Er schluckte. Es war schrecklich! Harry betrachtete ihre versteinerten Gesichter und dann den Brief. Was ist ein Heuler? fragte er. Doch Rons Aufmerksamkeit war ganz und gar auf den Brief gerichtet, der an den Ecken zu rauchen begonnen hatte. Mach ihn auf! drängte Neville. In ein paar Minuten ist alles vorbei. Ron streckte zitternd die Hand aus, zog den Umschlag aus Aeriths Schnabel und schlitzte ihn auf. Neville streckte die Finger in die Ohren. Den Bruchteil eine Sekunde später wusste Harry, warum. Einen Moment lang dachte er, der Brief wäre tatsächlich explodiert. Ein uhrenbetäubendes Dröhnen erschütterte die riesige Halle und Staub rieselte von der Decke. Ich kann jetzt leider nicht so schreien, aber ich hoffe, das reicht. Ja, Sandgeist... So ein Kapitel schaffen wir heute, vielleicht auch zwei. Aber ich mache jetzt erstmal weiter. Ich kann jetzt um elf hier nicht rumschreien, deswegen gibt es jetzt die äh, stille Version davon. <laughs> den Wagen zu stehlen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie dich rausgeworfen hätten. Wart ab, bis ich dich in die Finger kriege. Natürlich hast du nicht daran gedacht, was dein Vater und ich durchmachen mussten, als wir sahen, dass er weg war. Mrs. Weasley Geschrei, hundertmal lauter als sonst, ließ Teller und Löffel auf dem Tisch erzittern und hallte gellend laut von den steinernen Wänden wieder. Alle Köpfe in der Halle wirbelten herum, neugierig, wer den Heuler bekommen hatte, und Ron versank so tief in seinen Stuhl, dass nur noch seine puterrote Stirn zu sehen war. »Brief von Dumbledore gestern Abend. Ich dachte, dein Vater wird vor Scham sterben, nach allem, was wir dich getan haben. Du und Harry hättet euch den Hals brechen können.« Harry hatte sich bereits gefragt, wann sein Name fallen würde. Angestrengt versuchte er, den Eindruck zu erwecken, als ob er die Stimme, die in seinen Trommelfellen dröhnte, gar nicht hören würde. Eine unglaubliche Schande! Dein Vater hat eine Untersuchungskommission auf dem Hals. Und wenn du noch einmal den kleinsten Fehltritt erlaubst, holen wir dich sofort nach Hause! Grabesstille machte sich breit. Der rote Umschlag, den Ron auf den Tisch hatte fallen lassen, flammte auf und zerschrumpelte zu Asche. Harry und Ron saßen sprachlos da, als wäre eine Flutwelle über sich hinweggegangen. Ein paar Schüler lachten und allmählich stellte sich wieder munteres Geplapper ein. Hermine klappte Abstecher mit Vampiren zu. Jetzt los? <laughs> Entschuldigung. Äh, da. Und sah hinab zu Ron. Nun, ich weiß nicht, was du erwartet hast, Ron, aber du. Sag bloß nicht, ich hab's verdient, fauchte Ron sie an. Harry schob den Haferbrei beiseite. Seine Eingeweide brannten vor Schuldgefühlen. Mr. Weasley musste dem Ministerium eine Untersuchung über sich ergehen lassen. Nach allem, was Mr. und Mrs. Weasley diesen Sommer für ihn getan hatten, doch er hatte keine Zeit, darüber nachzukrübeln. Professor McGonagall ging am Tisch der Gryffindors entlang und verteilte Stundenpläne. Harry nahm denen sein und stellte fest, dass sie als erstes Doppelstunde Kräuterkunde zusammen mit den Hufflepuffs hatten. Harry, Ron und Hermine verließen zusammen das Schloss und gingen durch den Gemüsegarten hinüber zu den Gewächshäusern, wo die Zauberpflanzen gezüchtet wurden. Zumindest für eins war der Heuler gut gewesen. Hermine dachte nun offenbar, sie seien genug gestraft worden und war wieder ausgesprochen freundlich zu ihnen. Sie näherten sich den Gewächshäusern und sahen schon die anderen aus der Klasse draußen auf Professor Sprout warten. Kaum waren Harry, Ron und Termine hineingetreten, kamen sie auch schon über den Rasen geschritten, in Begleitung von Gilderoy Lockhart. Professor Sprout trug einen Arm voll Mullbinden und mit einem erneuten Anflug von Schuldgefühlen erkannte Harry in der Ferne die peitschende Weide, die nun etliche Zweige in Bandagen hatten. Professor Sprout war eine untersetzte kleine Hexe mit einem Flickenhut, auf ihrem Winzerzausten Haar. Meist hatte sie eine ganze Menge Erde auf den Kleidern, und beim Anblick ihrer Fingernägel wäre Tante Petunia in Ohnmacht gefallen. Tadellos gekleidet war dagegen Gilderoy Lockhart mit seinem wehenden türkisfarbenen Umhang. Sein goldenes Haar schimmerte unter einem perfekt sitzenden türkisfarbenen Hut mit dem Goldrand hervor. Oh, hallo, hallo, rief Lockhart und strahlte die versammelten Schüler an. Hab eben kurz Professor Brown erklärt, wie man eine peitschende Weide richtig verarztet. Aber ich möchte nicht, dass sie jetzt denkt, ich sei besser in Pflanzenkunde als sie. Auf meinen Reisen sind mir nur zufällig einige, der, diese, einige dieser Exoten begegnet. Gewächshaus 3 heute, Freunde, sagte Professor Sprout, die nicht wie sonst immer fröhlich, sondern unverkennbar miese Petrich dreinsah. Ein neugieriges Gemurmel lief durch die Umstehenden. Bisher hatten sie nur in Gewächshaus 1 gearbeitet. Gewächshaus 3 beherbergte viel, beherbergte viel interessantere und gefährlichere Pflanzen. Professor Sprout nahm einen großen Schlüssel von ihrem Gürtel und schloss die Tür auf. Der Geruch von feuchter Erde und Dünger drang in Harrys Nase, vermischt mit dem schweren Parfümduft einiger riesiger, schmierartiger Blumen, die von der Decke herabhingen. Er wollte gerade hinter Ron und Hermine eintreten, als Lockhart blitzartig die Hand ausstreckte. Harry! Ich wollte kurz mit Ihnen sprechen. Sie haben doch nichts dagegen, wenn er ein paar Minuten später kommt, nicht wahr, Professor Sprout? Nach, Prof nach Professor Sprouts Stirnrunzeln zu schließen, hatte sie eine ganze Menge dagegen, doch Lockhart sagte, wunderbar! und schlug ihr die Gewächshaus vor der Nase zu. Harry, sagte Lockhart, kopfschüttelnd und seine großen weißen Zähne blitzten. Harry, Harry, Harry. Harry schwieg völlig verdutzt. Als ich davon gehört habe. Nun, natürlich war alles meine Schuld. Ich hätte mich Ohrfeigen können. Harry hatte keine Ahnung, wovon er redete. Das wollte er gerade sagen, als Lockhart fortfuhr. Weiß nicht, ob ich mich jemals so erschrocken habe. Ein Wagen nach Hogwarts zu fliegen. Nun, natürlich wusste ich sofort, warum Sie es getan haben. War eine ganz große Sache. Harry, Harry, Harry. Erstaunlicherweise konnte er jeden Einzelnen seiner blitzenden Zähne zeigen, selbst wenn er nichts sprach. Freut mich, dass jetzt schon ein paar da sind. <laughs> ähm, Nachtschicht bei der Arbeit. Ja, dann hoffe ich, es gefällt dir. <laughs> Hab sie auf den Geschmack gebracht, was öffentliches Aufgehen angehen, Aufsehen angeht, nicht wahr? sagte Lockhart. Es hat sie gepackt. Sie sind mit mir auf die Titelseite gekommen und wollten es gleich nochmal probieren. Oh nein! Professor, sehen Sie, Harry, 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 sagte Lockhart, streckte die Hand aus und packte ihn an die Schulter. Ich verstehe. Ist doch nur natürlich, dass man ein wenig mehr will, sobald man davon gekostet hat. Und ich mache mir Vorwürfe, Sie darauf gebracht zu haben. Das muss Ihnen ja zu Kopf steigen. Doch sehen Sie mal, junger Mann, Sie können nicht einfach hingehen und mit Autos herumfliegen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Kommen Sie besser wieder auf den Boden. Wenn Sie älter sind, haben Sie noch genug Zeit für derlei. Ja, ja, ich weiß, was Sie denken. Der hat gut reden. Er ist ja schon ein weltberühmter Zauberer. Aber als ich zwölf war, war ich auch noch ein Niemand, genau wie Sie. Und eigentlich noch weniger als ein Niemand. Immerhin haben einige Leute schon von Ihnen gehört, oder? Diese ganze Geschichte mit jenem, dessen ja, Name nicht genannt werden darf? Er betrachtete die blitzförmige Narbe auf Harrys Stirn. Ich weiß nicht mal. Ich weiß, das ist nichts gegen meine Auszeichnungen. Fünfmal in Folge der charmanteste Lächelnpreis der Hexenwoche gewonnen. Ist doch ist ein Anfang, Harry? Ein Anfang? Er zwinkerte Harry kumpelhaft zu und schritt davon. Harry blieb ein paar Sekunden wie angewurzelt stehen. Dann fiel ihm ein, dass er eigentlich im Gewächshaus sein sollte. Er öffnete die Tür und glitt hinein. Professor Sprout stand hinter einer aufgebockten Holzplatte mitten im Gewächshaus. Darauf lagen etwa 20 Paar verschiedenfarbiger Ohrschützer. Harry stellte sich zwischen Ron und Hermine. »Heute werden wir Alraunen umtopfen. Nun, wer kann mir die Eigenschaften der Alraune nennen?« Hermine streckte als erster den Finger in die Höhe, worüber sich niemand wunderte. »Die Alraune oder Mantragora ist eine mächtige Rückenverwandlerin«, sagte Hermine und klang wie üblich, als hätte sie das Lehrbuch geschluckt. »Sie wird verwendet, um Verwandelte oder Verfluchte in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.« »Glänzend. Zehn Punkte für Gryffindor«, sagte Professor Sprount. »Die Alraune bildet einen wesentlichen Bestandteil der meisten Gegengifte. Freilicht auch sie ist gefährlich. Wer kann mir sagen, warum?« Hermines Hand schoss wieder hoch und verfehlte dabei knapp Harrys Brille. »Der Schrei der Alraune ist tödlich für jeden, der ihn hört,« antwortete sie blitzschnell. »Genau. Weitere zehn Punkte,« sagte Professor Sprout. »Nun sind die alraune die wir hier haben, noch sehr jung.« Sie deutete auf eine Reihe tiefer Kästen und alle hasteten mit neugierigem Blick nach vorn. Dort wuchsen aufgereiht etwa hundert kleine buschige Pflanzen von grüner Farbe mit einem Hauch purpurrot. Harry, der nicht die geringste Ahnung hatte, was Hermine mit dem Schrei der Alraune meinte, fand die Gewächse recht unscheinbar. »Jetzt nimmt sich jeder ein paar Ohrenschützer,« sagte Professor Sprout. Es gab ein Gerangel, weil alle versuchten, ein paar zu bekommen, das nicht rosa und flauschig war. »Wenn ich sage, ihr sollt sie aufsetzen, dann passt auf, dass eure Ohren vollständig bedeckt sind,« sagte Professor Sprout. Wenn ihr sie gefahrlos wieder abnehmen könnt, zeige ich mit dem Daumen nach oben. Also, Ohrenschützer aufsetzen! Harry klemmte sich die Ohrenschütze über den Kopf. Sie ließen keinerlei Geräusch durch. Professor Sprout setzte ein rosafarbenes, flauschiges Paar auf die Ohren, rollte die Ärmel ihres Umhangs hoch, packte mit festem Griff eine der büscheligen Pflanzen und zog kräftig daran. Harry entfuhr vor Überraschung ein kleiner Aufschrei, der natürlich niemand hören könnte. Statt einer Wurzel kam ein kleines, schlammüberzogenes und äußerst hässliches Baby aus der Erde. Die Blätter wuchsen aus seinem Kopf heraus. Es hatte eine blassgrüne, gefleckte Haut und schrie ganz eindeutig aus Leibeskräften. Es sind ja sogar noch ein paar mehr geworden. Hallo. Professor Sprout zog einen großen Blumentopf unter dem Tisch hervor, streckte die Alraune hinein und begrub sie mit dunkler, feuchter Komposterde, bis nur noch die büscheligen Blätter zu sehen waren. Dann rieb sie sich Erdkrümel von den Händen, zeigte mit dem Augen nach oben und nahm ihre Ohrenschützer ab. Da unsere Alraunen noch Setzlinge sind, würden ihre Schreie euch noch nicht umbringen, sagte sie gelassen, als ob sie gerade nichts weiteres Aufregendes getan hätte, als eine Bergonie zu gießen. Allerdings würden sie euch mehrere Stunden lang außer Gefecht setzen, und da sicher keiner von euch den ersten Schultag im neuen Jahr verpassen will, achtet darauf, dass eure Ohrenschützer richtig sitzen, während ihr arbeitet. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn es an der Zeit ist, einzupacken. Jeweils vier von euch in einen Kasten, hier sind genug Töpfe, Komposterde ist in den Säcken dort drüben, und passt auf die Venemosa tentacula auf, sie zahnt. Bei diesen Worten versetzte sie einer dornigen, dunkelroten Pflanze, deren lange Fühler sich still und leise über ihre Schulter gestohlen hatten. Ein heftiger Klaps und die Fühler wichen rasch zurück. Zu Harry, Ron und Hermine trat ein lockenköpfiger Junge von den Hufflepuffs, den Harry nur vom Sehen her kannte. Justin Finch Fletchley, sagte er gut gelaunt und schüttelte Harry die Hand. Weiß natürlich, wer du bist, der berühmte Harry Potter. Und du bist Hermine Granger, in allem immer spitze. Hermine strahlte, da er auch ihr die Hand schüttelte. Und Ron Weasley, war das nicht dein fliegendes Auto? Ron lächelte nicht. Der Heuler ging ihm offenbar immer noch im Kopf herum. Dieser Locker ist schon ein toller Hecht, nicht wahr? sagte Justin munter, während sie ihre Blumentöpfe mit Drachendünkkompost füllten. Unglaublich mutiger Kerl. Habt ihr seine Bücher gelesen? Ich wäre ja vor Angst gestorben, wenn mich ein Werwolf in der Telefonzelle belagert hätte. Aber er ist ruhig geblieben und zapp. einfach fantastisch. »Mein Name war schon auf der Liste für Eton, müsst ihr wissen. Und ich kann euch nicht sagen, wie froh ich bin, dass ich doch hierher kam. Natürlich war Mutter ein wenig enttäuscht, aber seit ich ihr die Lockhart-Bücher empfohlen habe, hat sie wohl eingesehen, wie nützlich es ist, wenn man einen gründlich ausgebildeten Zauberer in der Familie hat.« Danach hatten sie nicht mehr viel Gelegenheit zum Reden. Sie setzten ihre Ohrenschützer auf und mussten sich auf die Alraun konzentrieren. Bei Professor Sprout hat er es ganz einfach ausgesehen, doch das war es nicht. Die Alrauen mochten zwar überhaupt nicht gerne aus der Erde, doch zurück in die Erde wollten sie dann schon gar nicht. Sie wandten und krümmten sich, ballten ihre spitzen kleinen Fäuste, schlugen um sich und knirschten mit den Zähnen. Harry brauchte ganze zehn Minuten, um endlich eine, eine besonders fette Alraune in einen Topf zu zwingen. Ähm, okay, sehr gut, dann... Äh, ist er laut genug? Äh, wurde geklaut? Ja, gut. <laughs> Wenn es jemand anders gerne hochlädt, dann kann ich da auch nichts machen <laughs> ähm, ihr wisst ja wo ich es erst gehört habe ähm, wo waren wir denn hier am Ende der Stunde war Harry wie alle anderen schweißnass voller Erde und die Arme taten ihm weh sie trotteten hinüber zum Schloss wuschen sich rasch und dann ging es für die Gryffindors auch schon weiter mit Verwandlung der Unterricht von Professor McGonagall war immer harte Arbeit doch heute war es besonders anstrengend alles was Harry letztes Jahr gelernt hatte schien während des Sommers aus seinem Kopf verdunstet zu sein er sollte einen käfer in einen knopf verwandeln, doch es gelang ihm nur seinen käfer außer atem zu bringen, denn der krabbelte ständig über den tisch, um harry's zauberstab zu entkommen. ron erging es noch schlimmer. er hatte seinen zauberstab mit einem stück geborgten zauberband geflickt, doch er schien nachhaltig beschädigt zu sein. in den unpassendsten momenten stieß er prassend funken aus, und immer, wenn ron seinen käfer verwandeln wollte, hüllte er ihn in dicken grauen rauch, der nach faulen eiern stank. Ron, der nicht mehr sah, was er tat zerquetschte, aus Versehen seinen Käfer mit dem Ellenbogen und musste um einen neuen bitten. Professor McGonagall war alles andere als begeistert. Harry war sehr erleichtert, als die Glocke zum Mittagessen schellte. Sein Hirn fühlte sich wie ein ausgedrückter Schwamm an. Das Klassenzimmer leerte sich, zurück blieben nur er und Ron, der mit seinem Zauberstab wütend auf den Tisch schlug. Blödes, nutzloses Teil! Schreib deinen Eltern, sie sollen dir einen neuen schicken, schlug Harry vor, als leuchtende Kugeln in hohem Bogen aus dem Zauberstab hervorschossen und wie bei einem Feuerwerk zerknallten. Ja, natürlich, und zurück kommt dann noch ein Heuler, sagte Ron und stopfte den inzwischen fauchenden Zauberstab in seine Schulmappe. Es ist dein Fehler, wenn der Zauberstab angeknackst ist! Sie gingen hinunter zum Mittagessen, wo Rons Stimmung durch Hermine nicht gerade gehoben wurde. Sie zeigte ihnen eine Handvoll Mantelknöpfe, die sie in Verwandlung zustande gebracht hat. Was haben wir heute Nachmittag? sagte Harry, um rasch das Thema zu wechseln. Verteidigung gegen die dunklen Tünste, sagte Hermine sofort. Sag mal, meinte Ron und schnappte sich ihren Stundenplan. Warum hast du eigentlich alle Stunden bei Lockhart mit Herzchen umkringelt? Hermine riss ihm den Stundenplan aus der Hand und wurde knallrot. Nach dem Essen ging sie hinaus in den Hof. Der Himmel war bedeckt. Hermine setzte sich auf eine steinerne Stufe und vergrub sich wieder in Abstecher mit Vampiren. Harry und Ron unterhielten sich ein wenig über Quidditch, doch nach einigen Minuten beschlich Harry das Gefühl, dass jemand ihn beobachtete. Er blickte auf und sah den kleinen, den sehr kleinen Jungen mit mausgrauen Haaren, den er schon gestern Abend gesehen hatte, als er den entsprechenden Hut aufsetzte. Er starrte Harry an, als stünde er unter einem Bann. In den Händen hielt er etwas, das aussah wie eine gewöhnliche Muggelkamera, und in dem Moment, als Harry ihn anschaute, lief er hellrot an. Hallo, Harry, ich bin. ich bin Colin Creevy sagte er atemlos und machte einen schüchternen Schritt auf ihn zu. Ich bin auch Gryffindor. Meinst du, wäre es für dich in Ordnung, wenn. kann ich ein Bild von dir machen? fragte er und hob hoffnungsvoll die Kamera. Ein Bild? wiederholte Harry tonlos. Damit ich beweisen kann, dass ich dich getroffen hab, sagte Colin Creevy begierig und kam langsam näher. Ich weiß alles über dich. Jeder erzählt es, wie du überlebt hast, als du weißt schon, wer dich umbringen wollte und wie er verschwunden ist und alles und das, dass du immer noch eine Blitznarbe auf der Stirn hast. Er besah sich prüfend Harrys Haaransatz. Und ein Junge in meinem Schlafsaal hat gesagt: Wenn ich den Film im richtigen Gebräu entwickelt, dann bewegen sich die Bilder. Colin holte vor Begeisterung tief Luft und sagte: Es ist einfach klasse hier, oder? Ich wusste nie, dass all das merkwürdige, merkwürdige Zeug, das ich konnte, Magie war, bis der Brief von Hogwarts kam. Mein Vater ist Milchmann, er konnte es auch nicht fassen. Also, ich mache eine Menge Fotos und schicke schick sie ihm. Und das wäre echt gut, wenn ich eins von dir hätte. Er sah Harry flehentlich bittend an. Vielleicht könnte ein Freund es schießen und ich stelle mich neben dich? Und du könntest dann deinen Namen draufschreiben? Autogrammkarten? Du verteilst Autogrammkarten, Potter? Laut und schneidend hallte Draco Malfoys Stimme im ganzen Hof wieder. Er hatte sich direkt hinter Colin gestellt, flankiert wie immer in Hogwarts von seinen grobschlächtigen und brutalen Spießgesellen Krabby und Goyle. Alle anstellen! dröhnte Malfoy in die Menge hinein. »Harry Potter verteilt Autogrammkarten.« »Nein, tue ich nicht«, sagte Harry wütend und ballte die Fäuste. »Halt den Mund, Malfoy.« »Du bist doch nur neidisch«, piepste Colin, dessen ganzer Körper etwa so dick war wie Crabbys Hals. »Neidisch«, sagte Malfoy, der jetzt nicht mehr zu schreien brauchte. Der halbe Schudo hörte zu. »Worauf denn? Ich will doch keine ekelhafte Narbe quer über mein Gesicht haben. Nein, danke.« wenn du den halben Kopf aufgeschlickst kriegst, macht es dich noch lange nicht zu was Besonderem, wenn du mich fragst.« Crabby und Goyle kicherten dümmlich. Friss Schnecken, Malfoy«, sagte zornig Crabby hörte auf zu lachen und begann drohend seine Kastanien in großen Faust Faustknöchel zu reiben. »Sieh dich vor, Weasley«, höhnte Malfoy. »Du willst doch nicht etwa Ärger machen, denn dann muss deine Mami kommen und dich von der Schule holen.« Mit durchdringend schriller Stimme rief er. Wenn du dir noch einmal den kleinsten Fehltritt erlaubst. Ein Haufen Fünfklässler von Slytherin lachte laut auf. Weasley hätte gern eine Autogrammkarte, Potter, spottete Malfoy. Sie wären mehr wert als das ganze Haus seiner Familie. Blitzschnell zog Ron einen seinen geflickten Zauberstab hervor, doch Hermine schlug Absteche mit Vampirenknallen zu und flüsterte: Achtung! Um was geht es denn, Herrschaften? Gilderay Lockhart schritt auf sie zu. Sein türkisfarbener Umhang flatterte im Winde. Wer verteilt hier Autogrammkarten? Harry wollte gerade den Mund aufmachen, doch Lockhart patschte ihm den Arm auf die Schulter und dröhnte gönnerhaft. Dumme Frage! Wieder mal unserer Harry! Harry, wie mit einem Schraubstock von Ann Lockhart gepresst, sah Melford mit spöttischem Blick in der Menge verschwinden. Nun denn, Mr. Creevy, sagte Lockhart und strahlte zu Colin hinüber. Ein Doppelporträt? Was, was für ein Angebot! Und wir unterschreiben es beide für Sie! Colin fummelte an seiner Kamera und schoss das Bild in dem Augenblick, als die Glocke hinter ihm läutete und zum Nachmittagsunterricht rief. So, die Herrschaften, verkrümelt euch, rief Lockhart den Umstehenden zu und ging mit Harry, den er immer noch an sich gepresst hatte, auf das Schlosstor zu. Wenn ich nur einen guten Verschwindezauber kennen würde, dachte Harry. Unter uns gesagt, Harry, sagte Lockhart väterlich, als sie das Gebäude durch eine Seitentür betraten. Ich habe Ihnen da mit dem jungen Creevy ein wenig geholfen. Weil er mich auch fotografiert hat, werden Ihre Schulkameraden nicht denken, dass Sie sich zu sehr ins Rampenlicht drücken. Er achtete nicht auf Harrys Gestammel und schleifte ihn unter den neugierigen Blicken der anderen Schüler durch einen Gang und eine Treppe empor. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass es zu diesem Zeitpunkt Ihrer Laufbank nicht klug ist, Autogrammkarten zu verteilen. Wirkt doch leicht übertrieben, um ehrlich zu sein. Irgendwann mag durchaus die Zeit kommen, da sie immer einen Stapel Griff beitragen sollten. Ich aber, er gab ein leises Gackern von sich, ich glaube nicht, dass sie schon so weit sind. Sie waren zu Lockharts Klassenzimmer gelangt und, en und endlich ließ er Harry los. Harry zupfte seinen Umhang zurecht und suchte sich einen Platz ganz hinten, wo er sich damit beschäftigte, alle sieben Bücher von Lockhart vor sich aufzustapeln, sodass er den leibhaftigen Lockhart nicht ansehen brauchte. Der Rest der Klasse kam hereingetröpfelt und Ron und Termine setzten sich neben Harry. Auf deinem Gesicht könnte man Spiegeleier braten können, sagte Ron. Kannst du nur beten, dass Creevy nicht Ginny über den Weg läuft? Die würden auf der Stelle einen Harry Potter Fanclub gründen. Hör auf! fauchte ihn Harry an. Das Letzte, was er jetzt brauchen konnte, war, dass Lockhart etwas von einem Harry Potter Fanclub aufschnappte. Als alle saßen, räusperte sich Lockhart laut und es trat stille ein. Er griff nach Level Bottoms, Exemplar von Trips mit Trollen, und hielt es hoch. Um sein eigenes zwinkernes Bild auf der Titelseite zu zeigen. Ja, Katharina, ich glaube, die steht auch auf denen. <laughs> ich, sagte er, deutete darauf und zwinkerte ebenfalls. Gilderoy Lockhart, Orden der Merlin dritter Klasse, Ehrenmitglied der Liga zur Verteidigung gegen die dunklen Kräfte und fünfmaliger Gewinner des charmantesten Lächelpreises der Hexenwoche. Aber das ist nicht der Rede wert. Die Todesfeh von Bandon bin ich schließlich nicht losgeworden, indem ich sie angelächelt habe. Ich hielt inne, um ihnen Gelegenheit zum Lachen zu geben. Ein paar lächelten matt. Wie ich sehe, habt ihr alle die komplette Ausgabe meiner Werke erworben. Gut so. Ich dachte, wir können heute mit einem kleinen Quiz beginnen. Was ganz Leichtes, keine Sorge. Wollt nur sehen, wie gründlich ihr sie gelesen habt, wie viele behalten habt. Er verteilte die Aufgabenblätter und ging dann wieder nach vorn. Ihr habt 30 Minuten, los geht's! Harry sah auf sein Blatt und las. Was ist Gilderoy Lockharts Lieblingsfarbe? Zweitens, wie lautet Gilderoy Lockharts geheimer Wunsch? Drittens, was ist Ihrer Meinung nach Gilderoy Lockharts größte Leistung bisher? So ging es weiter, über drei Seiten hinweg, bis zur letzten Frage. 54. Wann hat Gilderoy Lockhart Geburtstag und was wäre das ideale Geschenk für ihn? Eine halbe Stunde später sammelte Lockhart die Zettel ein und blätterte sie vor der Klasse durch. Tja, ja, kaum einer von euch weiß noch, dass meine Lieblingsfahne in ist. Das schreibe ich in Ein Jahr bei einem Yeti. Und ein paar von euch müssen Wanderungen mit Werwölfen sorgfältiger lesen. Dort mache ich in Kapitel 12 deutlich, dass mein ideales Geburtstagsgeschenk die Harmonie zwischen allen magischen und nicht magischen Menschen wäre. Auch wenn ich zu einer großen Flasche Odgins Old Fire Whiskey nicht Nein sagen würde. Er zwinkerte ihnen erneut schalkhaft zu. Ron starrte Lockhart inzwischen mit ungläubiger Miene an. Seamus Finnegan und Dean Thomas, die in der ersten Reihe. Ah, ist noch alles gut? Wird ein kleiner Fehler angezeigt, aber wird funktioniert, glaube Ihr meldet euch, wenn es nicht funktioniert. Seamus Finnegan und Dean Thomas, die in der ersten Reihe saßen, schüttelten sich vor unterdrücktem Lachen. Hermine hingegen lauschte Lockhart mit verzückter Aufmerksamkeit und zuckte zusammen, als er ihren Namen nannte. Doch Miss Hermine Granger kennt meinen geheimen Wunsch, die Welt von allem Bösen zu befreien und meine eigene Serie von Haarpflegeprodukten zu vermarkten. Gutes Mädchen. Tatsächlich er überflog ihre Arbeit die volle Punktzahl. Wo ist Miss Hermine Granger? Hermine hob eine zitternde Hand. Hervorragend, strahlte Lockhart. Ganz hervorragend. Nehmen Sie zehn Punkte für Gryffindor und nun. Zu den ernsten Dingen. Er beugte sich hinter seinen Tisch, hob einen großen tuchbedeckten Käfig hoch und stellte ihn auf die Tischplatte. Gut. Äh ich hoffe, es funktioniert alles. Ähm. <laughs> ja. Ich glaube, ich muss kurz was einstellen. Ähm ich glaube, da sind gerade paar verloren gegangen. Ich weiß auch nicht. Der Stream ist kurz, äh, kurz unterbrochen ge gewesen. Vielleicht wegen meinem Internet, ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt mal ein bisschen runtergestellt. Sollte hoffentlich noch halbwegs gut aussehen. Aber geht ja eben eh um in Ton. <laughs> ich kann das auch mal ausmachen. Wenn ihr das wieder lesen wollt, mitlesen wollt, dann meldet euch. Ich muss euch warnen. Es ist meine Aufgabe, euch gegen die heimtückischsten Geschöpfe zu wappnen, die die Zaubererwelt kennt. Und es mag durchaus sein, dass ihr in diesem Raum euren schlimmsten Ängsten ins Gesicht sehen müsst. Ihr sollt jedoch wissen, dass euch nichts passieren kann, solange ich hier bin. Alles, was ich verlange, ist, dass ihr ruhig bleibt. Na? Okay. Ich lade das mal noch kurz neu. Aber sollte alles funktionieren. Da steht nur so ein Fehler von YouTube. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was das heißt. Aber solange ihr euch nicht beschwert. Gehe ich davon aus, dass es funktioniert. Ihr Sepp sagt auch, es läuft. Okay. Widerwillig beugte sich Harry zur Seite, um an seinem Bücherstapel vorbei den Käfig besser sehen zu können. Lockhart legte eine Hand auf die Abdeckung. Sheen und Seamus? Dean und Seamus hatten jetzt aufgehört zu lachen. Neville, vorne in der ersten Reihe, kaut er sich in seinem Stuhl zusammen. Ich probiere es jetzt, ich mache jetzt einfach mal weiter. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir halt von vorne anfangen, irgendwie mit dem Stream. Ich muss euch bitten, nicht zu schreien, sagte Lockhart mit leiser Stimme. Das könnte sie reizen. Die ganze Klasse hielt die Luft an und Lockhart zog die Decke vom Käfig. Ja, sagte er mit theatralischer Stimme. Frisch gefangene Wichtel aus Cornwall. Seamus Finnegan konnte nicht mehr an sich halten. Er brustete los und selbst Lockhart konnte dieses Lachen nicht mit einem Entsetzensschrei verwechseln. Ja? sagte er lächelnd zu Seamus. Nun, sie sind nicht... Sie sind nicht sehr gefährlich, oder? sagte er mit verschluckter Stimme. Da wäre ich mir nicht so sicher, sagte Lockhart und fuchtelte lässig mit dem Finger vor Sheamus Nase herum. Teuflisch, trickliche, kleine Biester können das sein. Ups. Die Wichtel waren leuchtend blau und etwa 20 cm groß mit spitzen Gesichtern und so schrillen Stimmen, dass man meinen konnte, ein Haufen streitender Wellensittiche vor sich zu haben. Kaum war die Abdeckung weg, begannen sie auch schon zu plappern und umherzuflitzen. Sie rüttelten an den Käfigstäben und zogen den Schülern in der Nähe hässliche Grimassen. Nun gut, sagte Lockhart laut, sehen wir mal, wie ihr mit ihnen klarkommt. Und er öffnete den Käfig. Okay, ähm also da steht immer noch ein kleiner Error, aber solange ihr euch jetzt nicht beschwert, da sind auch ein paar neue da, gehe ich davon aus, dass es funktioniert. <laughs> wie oft wird er gestreamt? Ähm, immer so, wie es mit der äh, Zeit reicht. Einfach. Ich habe vor, das so einmal die Woche zu machen. Aber ähm, habe jetzt gerade auch wieder Uni. Aber ja, ich peile so einmal die Woche an. Wenn wir das durchziehen, wäre das cool. <laughs> Bisher aber noch nicht so oft, dass mein zweiter Stream. Es war, als hätte er das Tor zur Hölle aufgestoßen. Pfeilschnell schossen die Wichtel heraus und in alle Richtungen davon. Zwei von ihnen packten Neville bei den Ohren und hoben ihn in die Luft. Einige brachen geradewegs durchs Fenster und ließen einen Hagel aus Glassplittern über die hinteren Reihen niederprasseln. Der Rest machte sich daran, das Klassenzimmer gründlicher zu verwüsten als ein rasendes Nashorn. Sie packten Tintenfässer und spritzten damit in der Klasse herum, zerfetzten Bücher und Papiere, rissen Bilder von den Wänden, stürmten den Papierkorb um, packten Taschen und Bücher und warfen sie aus dem zerborstenen Fenster. Nach ein paar Minuten nahmen die Schüler unter ihren Tischen Deckung und Neville pendelte vom Kronleuchter an der Decke. »Na kommt schon, treibt sie zusammen, zeigt es ihnen, es sind doch bloß Wichtel«, rief Herr Lockhart. Er rollte die Arme hoch, fuchtelte mit seinem Zauberstab und brüllte »Pesky Wichteli Pestanomi«. Nichts passierte, außer dass einer der Wichtel Lockharts Zauberstab packte und ihn aus dem Fenster warf. Lockhart schluckte vor Schreck und tauchte ab unter seinen Tisch, wobei er gerade noch Glück hatte, nicht von Neville zerquetscht zu werden, der eine Sekunde später mit dem Kronleuchter herunterkrachte. Die Glocke läutete und alle rannten in wilder Hast zum Ausgang. Nun trat ein wenig Ruhe ein. Lockhart richtete sich auf, sah Harry, Ron und Hermine, die fast an der Tür waren, und sagte: "Nun, ich bitte euch drei, den Rest von ihnen einfach wieder in den Käfig zu sperren." Er huschte an ihnen vorbei und schloss rasch die Tür hinter sich. Das ist doch unglaublich! Brüllte Ron, als einer der verbliebenen Wichtel ihn ins Ohr biss. Er will doch nur, dass wir ein wenig praktische Erfahrung sammeln, sagte Hermine, legte mit einem pfiffigen Erstarrungszauber zwei Wichtel auf einmal nahm und stopfte sie zurück in den Käfig. Praktische Erfahrung? sagte Harry und versuchte, einen Wichtel zu packen, der jedoch tänzelnd entwich und ihm die Zunge herausstreckte. Hermine, der hatte doch keinen blassen Schimmer von dem, was er da hätte tun sollen. Unsinn, sagte Hermine. Du hast doch seine Bücher gelesen, überleg doch mal, was für tolle Sachen er gemacht hat. Die er angeblich gemacht hat. Moment, Ron. Okay. Ich sehe gerade, der Stream hat schon wieder ein bisschen kleine Probleme. Wir haben jetzt gerade das Kapitel fertig gemacht. Jetzt sind wir beim nächsten. Ähm, kennt sich jemand mit YouTube-Streaming aus? Ich nicht. <laughs> da steht Error. Okay, irgendwie scheint hier nicht genug anzukommen ich kann das vielleicht ein bisschen runterstellen die Qualität video okay ähm ich versuche ganz mal kurz mein programm neu zu starten also ich höre jetzt nicht auf nicht sofort aber ich kriege hier irgendwie Error von YouTube und ich versuche jetzt mal das in den Griff zu bekommen. Okay, ähm, ich habe jetzt ein bisschen umgestellt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt besser. Ich weiß, jetzt ist gerade nicht so die volle Qualität. Aber es bringt mir auch nichts, wenn die Qualität gut ist, wenn der Stream dauernd abbricht. Suchen wir es mal damit. Okay. Gut. Ich würde jetzt einfach weitermachen. Also, wir haben jetzt das Kapitel fertig gemacht. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr habt das alle noch mitbekommen, mehr oder weniger. Wir können auch noch eins machen. Also, mehr als zwei am Stück schaffe ich normalerweise nicht. <laughs> Zumindest nicht ohne Pause. Aber ich kann hier noch mit weitermachen. Vielleicht kriegen wir das auch noch fertig. Ich weiß nicht. Müsst wahrscheinlich als einige schon ins Bett bald. Aber ich würde sagen, wir machen einfach noch ein bisschen. Okay. Hallo Kim. Hallo Minza. Gerne Lenoxy. Okay, dann machen wir mal weiter. Die unheimliche Stimme. In den nächsten Tagen war Harry häufig damit beschäftigt, rasch abzutauchen, wenn er Gilderoy Lockhart herumstolzieren sah. Schwieriger war es allerdings, Colin Creevy auf dem Weg zu, aus dem Weg zu gehen. Colin hatte Harrys Stundenplan offenbar auswendig gelernt. Nichts schien ihm mehr Spaß zu machen, als sechs- oder siebenmal täglich »Alles klar, Harry?« zu rufen und darauf »Hallo, Colin« zu hören und mochte Harry dabei noch so nervt klingen. Hedwig war wegen den, der für, fürchterlichen Reise immer noch sauer auf Harry und Rons Zauberstab spielte immer noch verrückt. Am Freitagmorgen übertraf er sich selbst. Pfeilschnell schoss er aus Rons Hand, flog genau zwischen die Augen der, des kleinen alten Professor Flitwick und hinterließ dort eine große, pulsierende grüne Beule. So kam das eine zum anderen und Harry war ganz froh, dass es endlich Wochenende war. Mit Ron-Termine wollte er am Samstagvormittag Hagrid besuchen. Früh morgens jedoch, nach Harrys Geschmack ein paar Stunden zu früh, rüttelte ihn Oliver Wood, der Kapitän der Quidditch-Mannschaft von Gryffindor aus dem Schlaf. Was ist los? sagte Harry noch ganz benommen. Quidditch-Training, sagte Wood. Mach schon! Na, Also. Ihr meldet euch, wenn der Stream hängt oder so, ne? Okay, dann machen wir noch weiter, Tina. Ja, ist schon so. Habe ich schon so vor, dass wir das öfter machen. So einmal die Woche wäre perfekt für mich. Das wäre gut, wenn ich das schaffe. <laughs> Macht mir ja auch Spaß. Harry blinzelte aus dem Fenster. Ein leichter Nebelschleier hing am gold- und rosa gefärbten Himmel. Jetzt, wo er wach war, begriff er nicht, wie er bei dem Höllenspektakel der Vögel hätte schlafen können. Oliver, kriegst Harry. In dieser frühe. Selbstverständlich, sagte Wood. Er war ein großer und stimmiger Sech Sechsklässler und seine Augen waren voll glühender Begeisterung. Unser neues Trainingsprogramm. Los, jetzt nimm deinen Besen und lass uns endlich gehen, sagte Wood energisch. Von den anderen Mannschaften hat noch keine mit dem Training angefangen. Dieses Jahr sind wir die ersten in den Startlöchern. Gähnend und ein wenig fröstelnd stieg Harry aus dem Bett und machte sich auf die Suche nach seinem Quidditch-Umhang. Bist ein guter Mann, sagte Wood. Wir sehen uns in einer Viertelstunde auf dem Feld. Harry suchte nach dem scharlachroten Mannschaftsumhang heraus und zog, weil ihm kalt war, seinen Mantel drüber. Dann schrieb er ein Zettel für Ron und stieg mit geschultertem Nimbus 2000 die Wendeltreppe hinunter in den Gemeinschaftsraum. Kurz vor dem Porträtloch hörte er hinter sich ein Getrappel. Colin Creevy raste mit wild umherpendelnder Kamera die Wendeltreppe herunter. In der Hand hielt er etwas umklammernd. »Hab gehört, wie jemand auf der Treppe deinen Namen genannt hat, Harry. Schau mal, was ich hier hab. Ich hab's entwickeln lassen und wollte es dir zeigen.« Gedanken verloren sah Harry auf das Foto, das ihm Kolle unter die Nase hielt. Ein schwarz-weißer Lockhart bewegte sich darauf und zerrte mit Leibeskräften an einem Arm, den Harry als seinen eigenen erkannte. Mit Genugtuung stellte er fest, dass sein Foto ich Lockhart mehr als schwer machte und sich partout nicht ins Blickfeld zerren ließ. Schließlich gab Lockhart auf und sank nach Luft ringend am weißen Bildrand nieder. »Schreibst du deinen Namen drauf?« Fragte Colin schmeichelnd. Nein, erwiderte Harry schlicht und blickte sich um, ob wirklich niemand im Raum war. Tut mir leid, Colin, ich hab's eilig. Quidditch-Training. Er kletterte durch das Porträtloch. Oh, klasse, warte auf mich. Ich hab noch nie ein Quidditch-Spiel gesehen. Und Colin kraxelte hinter ihm her. Das ist ganz sicher langweilig für dich, sagte Harry rasch. Doch Colin, das Gesicht leuchtend vor Begeisterung, hörte nicht auf ihn. Du bist der jüngste Hausspieler seit 100 Jahren, stimmt doch, Harry? sagte Colin, neben ihm hertrottend. Du musst ein toller Spieler sein. Ich bin noch nie geflogen. Ist es leicht? Ist es dein Besen? Ist es der beste, den es gibt? Harry wusste nicht, wer ihn loswerden konnte. Es war, als hätte er einen äußerst drehzähligen Schatten. Ich verstehe eigentlich nichts von Quidditch, sagte Colin außer Atem. Stimmt es, dass es vier Bälle gibt? Und zwei davon fliegen herum und wollen die Spieler von den Besen hauen? Ja, sagte Harry mit schwerer Stimme. Wohl oder übel musste er die schwierigen Quidditch-Regeln erklären. Sie heißen Klatscher. Es gibt in jeder Mannschaft auch zwei Treiber mit Schlägern, die die Klatscher von den eigenen Leuten wegzujagen versuchen. Fred und George Weasley sind die Treiber für Gryffindor. Und wozu sind die anderen Bälle? fragte Colin und stolperte über ein paar Stufen, weil er mit offenem Munde unverwandt Harry anstarrte. Nun, der Quaffel, der große rote Ball, mit dem schießen wir Tore. Die drei Jäger in jeder Mannschaft werfen sich den Quaffel zu und versuchen ihn durch die Tore am Ende des Spielfelds zu kriegen. Sind die drei langen Stangen mit Ringen an der Spitze. Und der vierte Ball ist der goldene Schnatz, sagte Harry. Und der ist sehr klein, sehr schnell und Schwerten sehr schwer zu fangen. Das ist die Aufgabe des Suchers, denn ein Quittelspiel endet nicht, bevor der Schnatz gefangen ist. Und die Mannschaft, deren Sucher den Schnatz kriegt, bekommt 150 Punkte extra. Und du bist der Sucher von Gryffindor, nicht? sagte Colin ehrfurchtsvoll. Ja, sagte Harry, als sie aus dem Schlossdorf ging und sich auf dem Weg über den tau Rasen machten. Und dann gibt es noch den Hüter. Er bewacht die Tore. Das war's jetzt aber. Doch Colin hörte nicht auf, Harry den ganzen Weg über den Rasen hinunter zum Quidditch-Feld mit Fragen zu löchern. Und Harry konnte ihn erst abschütteln, als sie die kabine erreicht hatten. Ich gehe und besorge meinen guten Platz, Harry, rief Colin ihm noch piezend hinterher. Dann rannte er zu den Tribünen. Die anderen aus der Mannschaft von Gryffindor waren schon anwesend, falls man das so nennen konnte. Wood war der Einzige, der wirklich wach aussah. Fred und George Weasley saßen mit geschwollenen Augen und zerzausten Haaren neben der Viertklässlerin Alicia Spinnet, die schlaftrunken immer wieder einnickte und dabei mit dem Kopf gegen die Wand schlug. Gegenüber saßen Seite an Seite ihre Mitjägerinnen Katie Bell und Angelina Johnson und gähnten Da bist du ja, Harry. Wo warst du denn so lange? sagte Neville munter. Nun denn, ich wollte noch kurz mit euch reden, bevor wir rausgehen aufs Feld. Den Sommer über habe ich nämlich ein ganz neues Trainingsprogramm entwickelt und ich bin überzeugt, dass es uns den entscheidenden Schritt nach vorne bringt. Wood hielt eine große Tafel mit dem Plan des Quidditch-Feldes in die Höhe. Mit Tinten in verschiedenen Farben waren Linien, Pfeile und Kreuze darauf eingezeichnet. Wood zückte seinen Zauberstab, tippte auf die Tafel und die Pfeile begannen über den Plan zu krabbeln, wie Raupen. Während er seinen Vortrag über die neue Spieltaktik hielt, sank Fred Weasleys Kopf auf Al Al Alicia Spinnets Schulter und er begann zu schnarchen. Wood brauchte 20 Minuten, um die Tafel zu erläutern, doch unter der war noch eine zweite und darunter noch eine dritte. Harry dürste ein, während Wood unablässig weiterplapperte. So, sagte Wood endlich und riss Harry aus dem wohligen Dämmerschlaf, in dem er sich vorstellte, was er in diesem Augenblick oben im Schloss zum Frühstück verspeisen könnte. Ist alles klar? Noch Fragen? Ich habe eine Frage, Oliver, sagte der aus dem Schlaf hochgeschreckte George. Warum hast du uns das nicht gestern erzählt, als wir wach waren? Wood war nicht entzückt. Hört mal zu, ihr Schlafmützen, sagte er und sah sie alle finster an. Wir hätten letztes Jahr den Quidditch Pokal gewinnen müssen. Wir sind bei weitem das beste Team. Doch unglücklicherweise, aufgrund von Ereignissen, die wir nicht vorhersehen konnten, Harry rutschte unruhig auf seinen Platz umher. Beim Endspiel letztes Jahr hatte er bewusstlos im Krankenflügel gelesen. Gryffindor hatte einen Spieler weniger gehabt und die schlimmste Niederlage seit 300 Jahren einstecken müssen. Wood brauchte einen Moment, um sich wieder zu fassen. Die letzte Niederlage quält ihn offenbar immer noch. Deshalb strengen wir uns dieses Jahr noch mehr an als sonst. Also los, gehen wir und setzen unsere neuen Theorien in die Praxis um, rief Wood, packte seinen Besen und marschierte hinaus. Steifbeinig und immer noch gähnend folgte ihm seine Mannschaft. Keine Lecks, okay, dann sehr gut, wenn es wieder läuft. Sie waren so lange in der Kabine gewesen, dass die Sonne inzwischen ganz aufgegangen war, wenn auch noch Reste des Morgennebels über dem Stadionrasen hingen. Als Harry das Feld betrat, sah er Ron und Hermine auf der Tribüne sitzen. Seid ihr noch nicht fertig?, rief Ron ungläubig. Haben noch nicht mal angefangen, entgegnete Harry und spielte neidisch und schielte neidisch auf die Toast mit Marmelade, die Ron und Hermine aus der großen Halle mitgebracht hatten. Wood hat uns neue Spielzüge erläutert. Er bestieg seinen Besen, stieß sich vom Boden ab und sauste hoch in die Lüfte. Die kühle Morgenluft peitschte ihm ins Gesicht und weckte seine Lebensgeister gründlicher als Woods langatmiger Vortrag. Ein wunderbares Gefühl, wieder auf dem Quidditch-Feld zu sein. Mit vollem Karacho sauste er um das Stadion und jagte Fred und George hinterher. Was ist das für ein komisches Klicken, rief Fred, als sie sich in die Kurve legten. Harry blickte hinunter auf die Ringe. Colin saß auf einem der höchsten Plätze, hielt die Kamera vor die Augen und schoss ein Foto nach dem anderen. In dem fast menschenleeren Stadion klang das Klicken merkwürdig laut. Schau hierher, Harry, hierher, rief er schrill. Wer ist denn das, sagte Fred. Keine Ahnung, log Harry und legte einen Spurt ein, um möglichst weit von Colin wegzukommen. Es geht davor, sagte Wood runzelnd und kam zu ihnen herübergeklitten. Warum macht dieser Erstklässler Fotos? Ich mag das nicht. Womöglich ist er ein Spion der Slytherins, der unser neues Trainingsprogramm auskundschaften will. Er ist ein Gryffindor, sagte Harry rasch. Und die Slytherins brauchen keinen Spion, Oliver, sagte George. Wieso? fragte Wood gereizt. Weil sie selbst hier sind, sagte George und deutete auf die Erde. Mehrere Gestalten grün umhängen und mit Besen in den Händen schritten auf das Feld zu. »Ist doch nicht zu fassen«, zischte Wood empört. »Ich habe das Feld für heute gebucht. Das werden wir ja sehen.« Wood schoss zur Erde und schlug mit seinem Zorn noch etwas härter auf als beabsichtigt. Mit zitternden Knien stieg er vom Besen. Harry, Fred und George folgten ihm. »Flint«, bellte Wood, den Kapitän des Slytherins an. »Das ist unser Trainingszeit. Wir sind extra früh aufgestanden. Ihr könnt gleich wieder die Leine ziehen.« Marcus Flint war sogar noch größer als Wood. Mit Trollhaft durchtriebener Miene antwortete er. Ist doch Platz genug für uns alle, Wood. Auch Angelina, Alicia und Katie kamen rüber. Mädchen gab es keine im Team der Slytherins. Allesamt grinsend standen sie jetzt Schulter an Schulter vor den Gryffindors. Aber ich habe das Feld gebucht, sagte Wood. Jetzt buchstäblich spuckend vor Wood. Ich hab's gebucht! Ah, sagte Flint. Ich hab hier allerdings eine von Professor Snape persönlich unterzeichnete Erklärung. Ich, Professor S. Snape, erteile dem Slytherin die Erlaubnis am heutigen Tage auf dem Quidditchfeld zu trainieren, aufgrund der Notwendigkeit, ihren neuen Sucher auszubilden. Ihr habt einen neuen Sucher? Sagte Wood verwirrt. Wen? Und hinter den sechsstämmigen Gestalten vor ihnen kam ein siebter, kleinerer Junge zum Vorschein, über das ganz bleiche, spitze Gesicht fauchend. Es war Draco Malfoy. Freut mich, Freak. Vielen Dank. <laughs> Bist du nicht der Sohn von Lucius Malfoy? fragte Fred und musterte Malfoy geringschätzig. Komisch, dass du Dracos Vater erwähnst, sagte Flint. Und Slytherins Mannschaft und die Slytherin-Mannschaft setzte ein noch breiteres Grinsen auf. Seht mal her, was für ein großzügiges Geschenk er dem Slytherin-Team gemacht hat. Alle sieben hielten ihre Besen in die Höhe. Sieben auf Hochglanz polierte Brandneue Besenstiele und siebenmal die Aufschrift in gediegenen Goldlettern, die unter den Nasen der Gryffindors in der frühen Morgensonne schimmerten. Nimbus 2001. Das allerneueste Modell. Kam erst letzten Monat raus, sagte Flink lässig und blies ein Staubkorn von der Spitze seines Besenstiels. Ich glaube, er schlägt den alten 2000er um Längen. Und was die alten Zauberwischs angeht, gehässig lächelte er Fred und George an, die ihre Zauberwisch-Fünf in den Händen hielten. Damit könnt ihr die Tafel wischen. Die Gryffindors waren für den Moment vollkommen sprachlos. Malfoy feigste so breit, dass seine Augen sich zu Schlitzen verengten. Oh, sieh mal, sagte Flint. Was für ein Ansturm! Ron und Hermine kamen über den Rasen, um nachzusehen, was da passierte. Was ist los? Fragte Ron Harry. Warum spielt er nicht? Und was macht eigentlich der hier? Das gab Malfoy, der sich gerade den Quidditch-Umhang des Ludders überwarf. »Ich bin der neue Sucher der Slytherins, Weasley«, sagte Malfoy mit blasierter Miene. »Wir sind gerade dabei, die Besen zu bewundern, die mein Vater unserer Mannschaft geschenkt hat.« Ron starrte mit offenem Mund auf die sieben Superbesen vor ihm. »Gut, nicht wahr?« sagte Malfoy mit gleichmütiger Stimme. »Aber vielleicht schaffen wir es, die Gryffindors ja ein wenig Gold aufzutreiben und sich ebenfalls neue Besen zuzulegen. Ihr könntet eure Sauberwisch-5 verscheuern, vielleicht hat ein Museum Interesse daran.« Die Slytherins brachen in Jolen Gelächter aus. »Zumindest musste sich keiner von den Gryffindors in das Team einkaufen,« sagte Hermine mit schneidender Stimme. »Die sind nämlich nur wegen ihres Könnens reingekommen.« Malfoy, blasiertes Gesicht, begann zu flackern. »Keiner hat dich nach deiner Meinung gefragt, du dreckiges kleines Schlammblut,« blaffte er sie an. Harry spürte sofort, dass Malfoy etwas ganz Schlimmes gesagt haben musste, denn er hatte den Mund noch nicht zugemacht, als auch schon der Aufschrei zu hören war. Mit einem Hechtsprung stellte sich Flint vor Malfoy, damit Fred und George sich nicht auf ihn werfen konnten, und Alicia kreischte: Wie kannst du es wagen? Ron zog seinen Zauberstab aus dem Umhang und schrie: Dafür wirst du bezahlen, Malfoy! Wutentbrannt richtete er den Zauberstab auf Malfoys Gesicht, das unter Flints Armen hervorlugte. Ein lauter Knall hallte er im Stadion wieder. Ein grüner Lichtstrahl schoss aus dem falschen Ende von Rons Zauberstab heraus, traf ihn in den Magen und schleuderte ihn in hohem Bogen rücklings ins Gras. »Ron, Ron, alles in Ordnung, alles in Ordnung mit dir?« kreischte Hermine. Ron öffnete den Mund, um zu sprechen, doch er brachte kein Wort heraus. Stattdessen gab er einen dröhnenden Röpser von sich und ein Dutzend Schnecken kullerten ihn aus dem Mund in den Schoß. Die Slytherins krümmten sich vor Lachen. Flint musste sich auf seinen neuen Besen stützen, um nicht umzufallen. Malfoy lag auf allen Vieren und hämmerte mit den Fäusten auf den Boden. Die Gryffindors schlossen einen Kreis im Ron, der ständig große, glänzende Schnecken hervorwirkte. Keiner schien ihn berühren zu wollen. Wir schaffen ihn am besten zu Hagrid, das ist am nächsten, sagte Harry zur Mine. Die nickte mutig und die beiden zogen Ron in den Arm in die Höhe. Was ist passiert, Harry? Was ist passiert? Ist er krank? Aber du kannst ihn doch gesund machen, oder? Colin war von seinem Platz auf die Tribüne heruntergerannt und tänzelte neben ihn her, während sie das Feld verließen. Ein heftiges Würgen und noch mehr Schnecken kullerten Ron an den Bauch herunter. Oh, sagte Colin fasziniert und hob die Kamera. Kannst du ihn stillhalten, Harry? Aus dem Weg jetzt, Colin, sagte Harry unwirsch. Er und Hermine stürzten Ron auf dem Weg hinaus aus dem Stadion und über die Felder zum Waldrand. Wir sind fast da, Ron, sagte Hermine, als die Hütte des Wildhüters in Sicht kam. Gleich geht's dir besser. Ein paar Schritte noch. Sie waren sieben Meter vor Hagrids Hütte, als die Tür aufflog. Doch es war nicht Hagrid, der herauskam. Gilderoy Lockhart kam herausgeschritten, heute in einem hauchzarten malvenfarbenen, getönten Umhang. »Schnell, darüber!« zischte Harry und zerrte Ron hinter ein nahes Gebüsch. Hermine folgte etwas widerstrebend. »Es ist ganz einfach, wenn Sie wissen, was Sie zu tun haben,« sagte Lockhart mit lauter Stimme zu Hagrid. »Sie wissen, wo Sie mich finden, falls Sie Hilfe brauchen? Ich lasse Ihnen mein Buch zukommen. Es wundert nicht, dass es Sie noch nicht haben. Ich signiere heute Abend eines und schicke es rüber. Nur dann, auf Wiedersehen und das...« und er marschierte in Richtung Schloss davon. Harry wartete, bis Lockhart außer Sicht war. Dann zog er Ron hinter den Busch hervor und half ihm weiter zu Hagrids Tür, wo sie laut anklopften. Hagrid öffnete auf der Stelle, allerdings recht missmutig dreinblickend. Doch seine Miene er sich auf, als er sah, wen er vor sich hatte. »Hab mich schon gefragt, wenn ihr endlich kommt. Reimet euch. Dachte, es wäre vielleicht schon wieder Professor Lockhart.« Harry und Hermine halfen Ron über die Schwelle in die Hütte mit nur einem Raum, in dem in einer Ecke ein riesiges Bett stand und in der anderen ein munteres Feuer prasselte. Sie ließen Ron in einen Sessel sinken und Harry erklärte rasch, was vorgefallen war. Hagrid schien sich nicht sonderlich an Rons Schneckenproblem zu stören. Besser raus als rein, sagte er gut gelaunt und stellte eine große Kupferwanne vor Ron auf. Nur immer raus, nur immer raus damit, Ron. Ich glaube, wir können nichts tun, außer abwarten, bis es aufhört, sagte Hermine bedrückt, während sich Ron über die Wanne beugte. Schon wenn man in Form ist, ist das ein schwieriger Fluch, aber das mit einem zerbrochenen Zauberstab? Hagrid war emsig damit beschäftigt, ihn Tee zu kochen. Fang? Sansaurühne sabberte über Harrys Umhang. Was wollte Lockhart eigentlich bei dir, Hagrid? fragte Harry und kratzte Fang an den Ohren. Hat mich beraten, wie man Wassergeister aus einer Quelle rauskriegt, brummte Hagrid. Dabei räumte er einen halbgerupften Hamm vom geschuppten Tisch und setzte den Teekessel auf. Als ob ich das nicht selbst wüsste und hat groß angegeben mit einer Todesfee, die er gebannt hat. Wenn davon auch nur ein war Wort war es, futter ich meinen Kessel auf. Es sah Hagrid gar nicht ähnlich, ein Lehrer von Hogwarts zu kritisieren, und, und Harry blickte ihn überrascht an. Hermine jedoch sagte mit einer etwas höheren Stimme als sonst: Ich glaube, du bist ein bisschen unfair. Professor Dumbledore war ja offensichtlich der Meinung, er sei der beste Mann für diese Aufgabe. Herr ja, Sandgeist, ich, ich glaube, die ganze Nacht kann ich das nicht durchhalten, aber das Kapitel schaffen wir noch zu Ende. Ja, auch schon zwölf. Er war die einzige Mann für diese Aufgabe, sagte Hagrid und bot ihm einen Teller mit Karamellbonbons an, während Ron keuchend in seine Wanne wirkte. Und das meine ich wörtlich, wird langsam ziemlich schwierig, jemanden für diese Arbeit zu finden. Die Leute sind nicht besonders scharf darauf, sich mit dunklen Günsten rumzuschlagen. Allmählich glauben sie, es bringt Unglück. Seit einiger Zeit hält keiner mehr als besonders lange durch. Aber erklärt mal, sagte Hagrid und nickte mit dem Kopf zu Ron hinüber. Wen wollt ihr eigentlich mit dem Fluch belegen? »Malfoy hat Hermine beschimpft. Muss wirklich schlimm gewesen sein, denn alle sind ausgerastet.« »Es war schlimm«, sagte Ron heiser und tauchte bleich und schwitzend über der Tischplatte auf. »Malfoy hat sie Schlammblut genannt, Hagrid.« Er wirkte eine neue Welle von Schnecken herauf und tauchte wieder ab. Hagrid war blanker Zorn ins Gesicht gestiegen. »Das hat er nicht«, knurrte Hermine an. »Hat er doch«, sagte sie. »Aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Natürlich habe ich mitgekriegt, dass es wirklich übel war.« »Das ist so ziemlich das Gemeinste, was ihm einfallen konnte«, keuchte Ron und tauchte wieder auf. »Schlammpolus ist wirklich ein schlimmeres Schimpf Schimpfwort für jemanden, der aus einer Muggelfamilie stammt. Du weißt ja, mit Eltern, die keine Zauberer sind. Es gibt ein paar Zauberer wie Mephys Familie, die glauben, sie wären besser als alle anderen, weil sie das sind, was die Leute reinblütig nennen.« Er rübste leise und eine neue, einsame Schnecke flog ihm in die ausgeschreckte Hand. Er warf sie in die Wanne und fuhr fort. »Wir anderen wissen ja, dass es überhaupt keinen Unterschied macht.« Seht euch Neville Longbottom an. Er ist reinblütig und kann kaum einen Kessel richtig herum aufstellen. Und einen Zauber, den unsere Hermine nicht schafft, müssen sie erst noch erfinden, sagte Hagrid stolz, und Hermines Gesicht lief leuchtend magentaron an. Abscheulich, immer so zu nennen, sagte Ron und wischte sich mit zitternder Hand die schweißnasse Stirn. Schmutziges Blut, gewöhnliches Blut, verrückt. Heute haben die meisten Zauberer ohnehin gemischtes Blut. Wenn wir keine Mugge geheiratet hätten, wären wir ausgestorben. Wieder begann er zu wirken und tauchte ab. Tja, ich mache dir keinen Vorwurf, weil du ihm einen Fluch auf den Hals jagen wolltest, sagte Hagrid laut, da noch mehr Schnecken geräuschvoll in die Wanne klatschten. Aber vielleicht ist ganz gut, dass sein Zauberstab nach hinten losgegangen ist. Ich vermute mal, Lucius Malfoy nur straks zu zur Schule marschiert wäre, wenn du seinen Sohn mit dem Fluch belegt hättest. Wenigstens bist du jetzt nicht in Schwierigkeiten. Harry wollte ihnen gerade darauf hinweisen, dass man durchaus in Schwierigkeiten war, wenn einem Schnecken aus dem Mund kullerten, doch er konnte nicht. Hagrids Sirop-Bonbon hatte ihm die Zähne verklebt. Harry sagte Hagrid, als ob ihm plötzlich etwas eingefallen wäre: Mit dir muss ich noch ein Hühnchen rupfen. Wie ich höre, verteilst du Autogrammkarten. Kommt das, da sich noch keine ab? Wütend riß Harry die verklebten Zähne auseinander. Ich vergebe keine Autogrammkarten, sagte er aufgebracht. Wenn Lockhart das immer noch behauptet. Doch dann sah Hagrid's Lächeln. War nur ein Witz, sagte er, klopfte Harry freundschaftlich auf den Rücken, so dass er mit dem Kinn auf den Tisch knallte. Ich wusste doch das schon, dass es das nicht stimmt, aber Locke hat gesagt, dass du es nicht nötig hättest. Du bist ohnehin berühmter als er, auch wenn du keinen Finger rührst. Hätte, das hat er gar nicht gern gehört, sagte Harry, der sich wieder aufgesetzt hatte und sich das schmerzende Kinn rieb. Das kannst wohl glauben, sagte Hagrid augenzwinkernd. Und als ihm. Und als ich ihm dann noch gesagt habe, dass ich kein Buch von ihm gelesen hätte, wollte er gehen. pompon, Ron, fügte er hinzu, als Ron wieder auftauchte. Nein, danke, sagte Ron matt. Das riskiere ich besser nicht. Kommt mal mit und seht euch an, was ich angepflanzt habe, sagte Hagrid, als Harry und Hermine ihren letzten Schluck Tee getrunken hatten. Auf dem kleinen Gemüsebeet hinter Hagrid's Haus wuchsen ein Dutzend der größten Kürbisse, die Harry je gesehen hatte. Jeder war so groß wie ein mächtiger Findling. jetzt auch so langsam einschlafen, wenn ihr möchtet. Ich glaube, das Kapitel ist bald zum, ähm, vorbei. Maxen gut, oder? Sagte Hagrid glücklich. Für das Halloweenfest. Bis dahin sollen sie groß genug sein. Womit hast du denn gen die gedünnt? Fragte Harry. Hagrid sah sich um, ob sie allein waren. Nun, ich hab ihnen, weißt du, ein wenig geholfen. Harry sah Hagrids geblümten rosa Schirm an der Rückwand der Hütte lehnen. Schon früher hatte Harry den Verdacht gehabt, dass dieser Schirm nicht so harmlos sah, wie er aussah. Tatsächlich war er sich fast sicher, dass Hagrids alter Schulzauberstab darin versteckt war. Hagrid durfte eigentlich nicht zaubern. Er war im dritten Schuljahr von Hogwarts verwiesen worden, doch hatte Harry nie herausgefunden, warum. Fiel auch nur ein Wort darüber, dann räusperte sich Hagrid laut und wurde auf mysteriöse Weise taub, bis man das Thema wechselte. Ein Schwellzauber nehme ich an, sagte Hermine, hin und her gerissen zwischen Missbilligung und Vergnügen. Nun, da hast du wirklich ganze Arbeit geleistet. Das hat deine kleine Schwester auch gesagt, meinte Hagrid zu Ron hinüberneckend. Habe sie erst gestern getroffen. Mit zuckendem Bart sah aus den Augenwinkeln Harry an. Sagte, sie wolle sich nur mal die Ländereien anschauen, aber ich wette, sie hat gehofft, bei mir zufällig noch mal jemand anderen zu treffen. Er zwinkerte Harry zu. Wenn du mich fragst, sie würde auch nicht Nein sagen zu einem Autogramm. Ach, hör doch auf damit, sagte Harry. Ron brach ein rührendes Gelächter aus und besprenkelte den Erdboden mit Schnecken. Pass auf, rührte Hagrid und zog Ron von seinen wertvollen Kürbissen weg. Es war jetzt bald Zeit zum Mittagessen, und da Harry seit dem Aufstehen nur ein Karamellbonbon verspeist hatte, zog es ihn in die Schule. Sie verabschiedeten sich von Hagrid und gingen hoch zum Schloss. Ron glückste zwar noch ein paar Mal, das kam immer nur zweiwünschiges Schnecken zu Vorschein. Kaum hatten sie die Eingangshalle betreten, als auch schon eine la la laute Stimme ertönte. Da sind Sie ja, Potter! Weasley? Professor McGonagall schritt mit ernster Miene auf sie zu. Sie werden beide heute Abend ihre Strafarbeiten erledigen. Was müssen wir tun, Professor? fragte Ron und versuchte hektisch einen Rülpsel zu unterdrücken. Sie polieren das Silber im Pokalzimmer zusammen mit Mr. Filch, sagte Professor McGonagall. Und keine Zauberei, Weasley? Armschmalz! Ron schluckte. Alle Schüler des Schlosses hasten argesfilch den Hausmeister. Und Sie, Potter, helfen Professor Lockhart dabei, seine Fanpost zu beantworten, sagte Professor McGonagall. Und Professor, kann ich nicht auch ins Pokalzimmer? sagte Harry verzweifelt. Auf keinen Fall, sagte Professor McGonagall und zog die Augenbrauen hoch. Professor, McGonagall hat Professor Lockhart hat ausdrücklich nach Ihnen verlangt. Pünktlich um acht, Sie beide. Vollkommen niedergeschlagen, schluften Harry und Ron in die große Halle. Hermine hinter ihnen hat, hatte ihre schließlich habt ihr die Schulregeln gebrochen, Mine aufgesetzt. Harry schmeckte sein Aufleifen mit Hackfleisch und Kartoffeln nicht so gut wie er erwartet hatte. Beide waren fest davon überzeugt, dass Schlechtere losgezogen haben. Filsch wird mich die ganze Nacht da behalten, sagte Ron trübselig. Keine Zauberei. In dem Zimmer müssen noch über 100 Pokale stehen. Im Putzen nach Muggelart bin ich nicht gut. Ich hätte ja jederzeit tauschen, sagte Harry mit hoher Stimme. Bei den Dursleys habe ich eine Menge Übung bekommen, aber Lockharts Fanpost beantworten. Da wird ein Albtraum sein. Der Samstagnachmittag schien rasch dahin zu schmelzen und kaum hatten sie sich versehen, war es auch schon fünf vor acht. Harry schleppte sich den Gang im zweiten Stock entlang zu Lockharts Büro. Er biss die Zähne zusammen und klopfte. Prompt flog die Tür auf, Lockhart strahlte auf ihn herab. Ah, da ist ja der kleine Taugenichts, sagte er. Kommen Sie rein, Harry! nur herein mit ihnen entlang der wände spiegelten zahllose gerahmte fotos von lockhart das licht der vielen kerzen wider. ein paar der bilder hatte er sogar mit seinem namenszug versehen und auf dem schreibtisch stapelten sich noch mehr fotos sie können die umschläge adressieren wies lockhart harry an als ob dies eine besondere gunst wäre dieser erste geht an die gute gladys gudgeon großer fan von mir die minuten schlichen dahin Harry ließ Lockharts Worte an sich abtröpfeln. Und sagte gelegentlich, hm, und stimmt, und ja. Hin und wieder fing er einen Satz auf wie: Ruhm ist ein tückischer Begleiter, Harry. Oder: Berühmt sein heißt ruhmreich handeln, merken Sie sich das. Die Kerzen brannten zur Neige. Und warfen ihr flackerndes Licht über die vielen Gesichter Lockharts, die Harry ansahen. Mit schmerzender Hand schrieb Harry auf den wohl tausendsten Umschlag die Adresse einer Ver Veronica Smithley. Muss bald Zeit sein zu gehen, dachte Harry betrübt. Bitte lass es bald Zeit sein. Und dann hörte er etwas. Etwas ganz anderes als das Zischen der ausgehenden Kerzen und Lockharts Geprabbel über seine Fans. Es war eine Stimme. Eine Stimme, die ihm das Knochenmark gefrieren ließ. Eine Stimme, erfüllt von eiskaltem Hass. Komm, komm zu mir. Lass mich dich zerreißen. Lass mich dich zerfetzen. Harry fiel fast vom Stuhl und ein großer lila Fleck breitete sich auf Veronica Smethleys Straße aus. Was? sagte er laut. Ich weiß, sagte Lockhart. Sechs Monate an der Spitze der Bestsellerliste, habe alle Rekorde gebrochen. Nein, sagte Harry fiebrig, diese Stimme. Wie bitte? sagte Lockhart verdutzt. Welche Stimme? Diese, diese Stimme, die gesagt hat, haben sie es nicht gehört? Lockhart sah Harry höchst erstaunt an. Wovon reden Sie eigentlich, Harry? Vielleicht sind Sie allmählich ein wenig dösig. Großer Gott, was sagt denn die Uhr? Jetzt sind wir schon fast vier Stunden hier. Ist doch nicht zu so fassen, wie die Zeit verflogen ist. Harry sagte nichts. Er lauschte an, angestrengt, um die Stimme noch einmal zu hören. Doch niemand sprach. Außer Lockhart, der ihm erklärte, er dürfe nicht erwarten, bei jeder Strafarbeit so gut wegzukommen wie diesmal. Wie betäubt ging Harry zur Tür hinaus. Es war so spät, dass der Gemeinschaftsraum der Gryffindors schon fast leer war. Harry ging gleich weiter in den Schlafsaal. Ron war noch nicht zurück. Harry zog seinen Schlafanzug an, stieg ins Bett und wartete. Eine halbe Stunde später kam Ron herein. Er brachte einen durchdringenden Politurgeruch in den dunklen Saal und massierte sich den rechten Arm. Meine Muskeln sind alle ganz verspannt, stöhnte er und ließ sich aufs Bett fallen. Vierzehnmal hat er mich diesen Quidditch-Pokal auf Hochglanz bringen lassen, bis er zufrieden war. Und dann hatte ich auch noch einen Schneckenausbruch über einen Wappenschild für besondere Verdienste um die Schule. Hat ewig gedauert, bis der Schleim runter war. Wie war es mit Lockhart? Mit leiser Stimme, um der Will Dean und Seamus nicht aufzuwecken, wiederholte Harry jedes Wort, das er gehört hatte. Und Lockhart meinte, er hätte es nicht gehört? fragte Ron. Im Mondlicht sah ihn Harry die Stirn runzelnd. Glaubst du, er hat gelogen? Ich verstehe es nicht. Selbst ein Unsichtbarer hätte die Tür öffnen müssen. Ich weiß, sagte Harry. Er lehnte sich in seinem Himmelbett zurück und starrte auf den Baldachin über ihm. Ich verstehe es auch nicht. Da war das zweite Kapitel, das wir jetzt gelesen haben. Ich glaube auch schon 40 Seiten jetzt. Wie könnt ihr noch, seid ihr schon müde. Also wenn wir jetzt nochmal eins anfangen, dann kriegen wir das wahrscheinlich nicht zu Ende. Also das dauert ja schon eine Weile. Ich würde man sagen, so eine halbe Stunde pro Kapitel oder so. Aber ich kann noch weitermachen und das neu anfangen, wenn ihr möchtet. Wenn noch jemand wach ist. <laughs> Ich fange einfach mal an. Okay, Tina sagt, Sandgeist ist auch noch da. Na gut, dann fangen wir noch an. Aber ich kann nicht versprechen, dass wir das da fertig machen. Ein paar Minuten machen wir noch. Haben <laughs> wir uns aber ihr Zeit fürs Bett. Bis auf die die arbeiten müssen. Freak auch, Sepp auch. Okay, ein bisschen können wir ja noch machen. Die Todestagsfeier. Es wurde Oktober und feuchte Kühle breitete sich über den, die Ländereien und das Schloss aus. Eine jähe Erkältungswelle unter den Lehrern und Schülern hielt Madame Pomfrey die Schwestern im Atem. Ihr Aufpäppeltrank wirkte zwar sofort, aber wer ihn getrunken hatte, dem rauchte danach noch stundenlang die Ohren. Percy Weasley tränkte die etwas kränklich aussehende Ginny ein paar Schlucker zu trinken und sofort zischte Dampf unter ihrem feuerroten Haar hervor und es sah aus, als stünde ihr Kopf in Flammen. Gut, ja. Freut mich, dass ihr alle noch Lust habt, dann machen wir weiter. <laughs> Regentropfen, groß wie Gewehrkugeln, trommelten tagelang gegen die Schlossfenster. Der See schwoll an, die Blumenbeete verwandelten sich in ströme und Hagrid's Kürbisse quollen zur Größe von Gartenschuppen auf. Oliver Wood freilich ließ sich nicht beirren und feuerte sie begeistert zu regelmäßigem Training an. So befand sich Harry eines stürmischen Samstagnachmittags bis auf die Haut durchweicht und Schlamm bespritzt auf dem Heimweg zum Turm der Gryffindors. Vom Regen und Wind mal ganz abgesehen, war es alles andere als ein gelungenes Training gewesen. Fred und George hatten das Slytherin-Team ausgespäht und mit eigenen Augen gesehen, wie schnell sie mit ihren neuen Nimbus 2001 waren. Die Slytherins jagten durch die Luft wie Senkrechtstarter. So berichteten sie, und seien nur noch als sieben grünliche Dunstschleier auszumachen. Als Harry den ausgestorbenen Gang entlang stampfte, begegnet ihm jemand, der genauso besorgt aus sah wie er selbst. Der fastkopflose Nick, der Geist der gryffindor turms starrte trübselig aus einem Fenster und brummelte leise vor sich hin. Ich entspreche den Anforderungen nicht. Zwei Zentimeter. Wenn das. Hallo, Nick, sagte Harry. Hallo, hallo, sagte der fastkopflose Nick und drehte sich erschrocken um. Er trug einen eleganten Federhut auf dem langen Lockenhaar und einen Waffenrock mit Halskrause, so dass man nicht sehen konnte, dass sein Hals fast ganz durchgetrennt war. Er war blass wie Rauch und Harry sein. Durch ihn hindurch nach draußen auf den dunklen Himmel und die Sintflut, die sich aus ihm ergoss. Er sieht besorgt aus, der junge Potter, sagte Nick, faltete einen durchsichtigen Brief zusammen und steckte ihn ein. Sie ebenfalls, sagte Harry. Ah, sagte der fast kopflose Nick mit eleganter Handbewegung. Eine Angelegenheit ohne Bedeutung, nicht. Als ich wirklich mit Mitglied werden wollte, dachte ich, ich bewerbe mich mal, doch offenbar genüge ich nicht den Anforderungen. Trotz seines gelassenen Tonfalls hatte sein Gesicht einen Zug von Bitterkeit. Aber, nicht wahr, man sollte doch meinen, brach es plötzlich aus ihm heraus, wenn man 45 Hiebe mit einer stumpfen Axt auf den Hals bekommen hat, wäre man gut genug für die Jagd der Kopflosen? Oh, äh, ja sagte Harry, denn offenbar war hier seine Zustimmung verlangt. Ich meine, keiner wünscht sich mehr als ich, dass alles schnell und sauber vonstatten gegangen wäre und mein Kopf endgültig herunter werde. Ich muss schon sagen, das hätte mir einiges an Schmerz und Gelächter erspart. Allerdings, der fast kopflose Nick holte den Brief wieder hervor, faltete ihn auf und las Wut in Brand vor. Wir können nur Jäger aufnehmen, deren Köpfe sich endgültig von ihren Körpern getrennt haben. Wie Sie gewiss einsehen, wäre es andernfalls unmöglich, dass die Mitglieder an Jagdvergnügen wie Kopfjonglieren zur Pferde und Kopfpolo teilnehmen können. Daher muss ich Ihnen mit dem größten Bedauern mitteilen, dass Sie nicht den Anforderungen entsprechen. Mit den besten Wünschen, Sir Patrick Delaney Potmore. Rauchend vor Zorn stopfte der fast klopflose Nick den Brief in seinen Wams zurück. Zwei Zentimeter und Haut und Sehnen halten meinen Kopf auf dem Hals, Harry. Normale Leute würden denken, das könnte man doch als geköpft durchgehen lassen, aber nein, es reicht nicht für so ordentlich geköpfter Potmore. Der fast kopflose Nick holte einige Male tief Luft und sagte dann mit viel ruhigerer Stimme. So, und was macht Ihnen Sorgen? Kann ich etwas für Sie tun? Nein, sagte Harry. Außer Sie wissen, wo wir Sieben Nimbus 2001 umsonst herkriegen. Für unser Spiel gegen Sl- Der Rest des Satzes ging in einem fiepsigen Miauen unter, das aus der Nähe seiner Füße kam. Er blickte hinunter und ein paar gelbe Laternenaugen starrten ihn an. Es war Mrs. Norris, die Skelettdürre, Katze, die der Hausmeister Argus Filch als eine Art Gehilfin in seiner endlosen Schlacht gegen die Schüler einsetzt. Sie verschwinden am besten von hier, Harry, sagte Nick hastig. Ups. Filch hat heute ganz schlechte Laune. Er hat einen Schnupfen und ein paar Trittgläser haben in Kerker fünf versehentlich Froschgehirn über die ganze Decke gesputzt. Er hat den ganzen Morgen geputzt. Und wenn er sie hier vor Schlamm triefen sieht... Stimmt, sagte Harry und wich vor dem anklagenden Starren von Miss Norris zurück, doch nicht schnell genug. Angezogen durch die geheimnisvolle Macht, die ihn offenbar mit seiner heimtückischen Katze verband, brach Argus Filch plötzlich durch Anwandbank rechts von Harry. Mit rassendem Atem sah er sich fieberhaft nach dem Regenverletzer um. Um den Kopf hatte er einen dicken Schal mit Schottenmuster gewickelt und seine Nase glänzte ungewöhnlich mit Purpurfarben. »Dreck«, rief er mit zitternden Wangen und seine Augen quollen beunruhigend weit vor, als er die auf die Schlammlache deutete, die von Harrys Quidditch-Umhang herabgetropft war. »Überall Dreck und Unordnung. Mir reicht's. Kann ich dir sagen, folg mir, Herr Potter.« Also winkte Harry mit düsterem Blick dem fast kopflosen Nick zum Abschied und folgte Fölsch nach unten, wobei die Zahl der schlammigen Fußabdrücke auf dem Boden verdoppelte. Harry war noch nie in Fölschs Büro gewesen. Das war der Ort, um den die meisten Schüler einen weiden Bogen machte. Das schäbige und fensterlose Kapuff wurde vom Licht einer Ölfunzel an der niedrigen Decke erhellt. Ein schwacher Geruch nach gebratenem Fisch hing in der Luft. An der Wand entlang standen hölzerne Aktenschränke, deren Beschriftungen Harry sagten, dass die, dass die Einzelheiten über jeden Schüler enthielten, den Fisch je bestraft hatte. Fred und George Weasley hatten ein ganzes Fach für sich allein. Eine Sammlung von auch hochglanzpolierten Ketten und Fußschellen hing an der Wand hinter Filchs Schreibtisch. Alle wussten, dass er Dumbledore ständig um die Erlaubnis bat, die Schüler an den Fußgelenken gefesselt von der Decke baumeln zu lassen. Filch nahm eine Feder aus dem Tintenfass auf seinem Schreibtisch und begann nach Pergament zu stöbern. Dreck, murmelte er zornig. Große, lügend heiße Drachenpuppe, Froschgehirne, rein. Mir reicht's. Strafe. Zur Abschreckung, wo ist da das Formblatt? Da. Er hatte eine dicke Rolle Pergament aus der Schreibtischschublade gezogen und sie vor sich ausgebreitet und tunkte nun den langen Schwed schwarzen Federkiel in das Tintenfass. Name! Harry Potter. Verbrechen. War doch nur ein bisschen Schlamm, sagte Harry. Für dich ist es ein wenig Schlamm, Junge, aber für mich ist es eine Überstunde Schrubben, schrie Filch und an der Spitze seiner Knollenlase erzitterte ein widerlicher Tropfen. Verbrechen. Beschmutzung des Schlosses. Vorgeschlagene Strafe. Filch tippte mit dem Finger gegen seine triefende Nase und eugte unheilverkündend zu Harry hinüber, der mit angehaltenem Atem auf den Urteilsspruch wartete. Doch gerade als Filch die Feder aufsetzte, erschütterte ein lauter Knall die Bürodecke, der die Öllampe erklären ließ. Piefs! törnte Filch zornenbrand und warf die Feder auf den Tisch. »Diesmal krieg ich dich, darauf kannst du Gift nehmen!« Und ohne Harry auch nur einen Blick zuzwerfen, hastete Filch plattfüßig aus dem Büro, Miss Norris auf den Fersen. Peeves war der Schulpottergeist, ein grinsendes in der Luft schwebendes Übel, dessen Lebenszweck es war, Würsel und Verdruss zu schaffen. Harry konnte Peeves nicht ausstehen, doch diesmal konnte er nicht anders, als ihm für seinen Auftritt zur rechten Zeit dankbar zu sein. Was Peeves angestellt hatte, und diesmal hat es geklungen, als ob es etwas sehr Großes in Stücke geschlagen hatte, würde Flinch hoffen, Filch hoffentlich von Harry ablenken. Harry dachte, es sei besser zu warten, bis Filch zurückkam und ließ sich in einen mottenzerfressenen Sessel neben dem Schreibtisch sinken. Außer dem halb ausgefüllten Formblatt lag noch etwas anderes auf der Tischplatte. Ein großer, glänzender, purpurfarbener Umschlag mit silberner Aufschrift auf der Vorderseite. Harry warf rasch einen Blick zur Tür, ob Filch vielleicht schon zurückkam, griff danach nach dem Umschlag und las Quick Zaubern, ein Fernkurs in Zauberkrei für Anfänger. Neugierig schnippte Harry den Umschlag auf und zog eine Stoßpergamentplatte hervor. Auf der ersten Seite, ebenfalls in Silberschrift, las Harry. Haben Sie das Gefühl, den Anschluss an die moderne Zauberei verloren zu haben? Etappen Sie es bei Ausreden, um einfachste Zauberei nicht richtig ausführen zu müssen? Werden Sie des Öfteren wegen Ihrer kläglichen Arbeit mit dem Zauberstaat getadelt? Es gibt eine Antwort darauf. Quickzaubern ist ein völlig neu entwickelter, garantiert erfolgreicher, einfach aufgebauter Kurs mit ver verblüffenden Erfolgen. Hunderte von Hexen und Zauberern sind von der quickzaubern begeistert. Madame Z. Nettles aus Topsham schreibt... Ich konnte einfach keine Zauberformel behalten und über meine Zaubertränke hat die ganze Familie gelacht. Jetzt, nach dem Quickzaubernkurs, bin ich im Mittelpunkt bei allen Partys und Freunde bitten mich um das Rezept für meine Funkenlösung. Hexenmeister DJ Prod aus Didsbury bekennt: Meine Frau hat meine schwächlichen Zaubereien immer verspottet, doch nach einem Monat Training mit ihrem fabelhaften Quickzaubernkurs ist es mir gelungen, sie einen Jagd zu verwandeln. Vielen Dank, Quickzaubern. Fasziniert blättert Harry die restlichen Blicke durch. Warum in aller Welt brauchte Filch einen Zauberkurs? Macht er kein richtiger Zauberer? Harry las gerade Lektion 1, wie wir den Zauberstab halten, einige nützliche Tipps, als ein Schlurfen von draußen Filchs Rückkehr ankündigte. Er stopfte die Pergamentblätter zurück in den Umschlag und warf ihn auf den Schreibtisch, als auch schon die Tür aufflog. Mit siegestrunkenem Blick kam Filch herein. Dieses Kabinett war äußerst wertvoll, sagte er gehässig zu Mrs. Norris. Diesmal fliegt Piefs raus, meine Süße. Sein Blick fiel auf Harry und dann blitzschnell auf den Zauberkursumschlag, der, wie Harry zu spät bemerkte, einen halben Meter zu weit von seinem ursprünglichen Platz entfernt lag. Filchs heikliges Gesicht lief ziegelrot an. Harry wappnete sich gegen eine Flutwelle aus Beschimpfungen. Filch humpelte hinüber zum Schreibtisch, schnappte sich den Umhang und warf ihn in eine Schublade. Hast du. hast du gelesen? brutete er. Nein, log Harry rasch. Filch verschlang seine knochigen Hände. Wenn ich gewusst hätte, dass du meine private. Nicht, dass es für mich wäre, für einen Freund, sei es, wie es ist. Allerdings. Harry starrte ihn bestürzt an. Noch nie hatte Fisch so aufgelöst gewirkt. Seine Augäpfel hüpften auf und ab. Eine seiner teigigen Wangen war von einem Zucken befallen und der gemusterte Schal machte den Anblick auch nicht schöner. Von mir aus, geh und kein Wort davon, nicht das. Allerdings, wenn du es nicht gelesen hast, geh jetzt. Ich muss den Bericht über Pieps schreiben, geh. Fassungslos über sein Glück rannte Harry zur Tür hinaus, den Gang entlang und den Turm hoch. Ohne Bestrafung aus Phils Stube zu entkommen, war vermutlich eine Art Schulrekord. Harry, Harry, hat das geklappt? Der fast kopflose Nick kam aus einem Klassenzimmer geklitten. Hinter ihm sah Harry die Trümmer eines großen schwarz-goldenen Schranks, der offenbar aus großer Höhe herabgefallen war. Ich habe piefs dazu überredet, ihn direkt über Phils Büro zu zertrümmern, sagte Nick beflissen. Dachte, es wir den ablenken? Sie waren das? erwiderte Harry dankbar. Ja? Es hat geklappt. Ich habe nicht mal eine Strafarbeit bekommen. Danke, Nick. Sie machten sich auf den Weg den Gang entlang. Der fast kopflose Nick hielt schon wieder Sir Patricks Ablehnungsbrief in der Hand. "Ich wünschte, ich könnte etwas für sie tun wegen dieser kopflosen Jagd", sagte Harry. Der fast kopflose Nick blieb wie angewurzelt stehen und Harry ging geradewegs durch ihn hindurch. Das bereute er, denn er war wie ein Schritt, denn es war wie ein Schritt durch eine eiskalte Dusche. »Aber es gibt tatsächlich etwas, das Sie für mich tun können?«, sagte Nick aufgeregt. »Harry, wäre es zu viel verlangt?« »Aber nein, Sie wollen bestimmt nicht.« »Was denn?«, sagte Harry. »Nun, an diesem Halloween ist mein 500. Todestag,« sagte fast kopflose Nick mit schwellender Brust und würdevollem Blick. »Oh, oh,« sagte Harry, nicht ganz sicher, ob er eine mitleidsvolle oder eine glückliche Miene aufsetzen sollte. Ich »Verstehe.« »Ich gebe unten in einem der geräumigeren Kerke ein Fest. Aus dem ganzen Land werden Freunde kommen. Es wäre mir eine große Ehre, wenn sie dabei wären. Mr. Weasley und Miss Granger wären natürlich ebenfalls willkommen. Aber ich fürchte, sie gehen lieber zum Schulfest?« Wie auf die Schulter gespannt, musterte Harry. »Nein«, sagte Harry rasch, »ich komme. Mein lieber Junge. Harry Potter auf meiner Todestagsfeier und...« sagt er zögernd und aufgeregt. Wäre es Ihnen vielleicht möglich, gegenüber Sir Patrick zu erwähnen, wie furchtbar angst und beeindruckend Sie mich finden? Na, natürlich, sagte Harry. Der fast kopflose Nick strahlte ihn an. Ich glaube, das Kapitel dauert noch ein bisschen. Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen müde. Uh, Freak. Oh, wenn man für fremde Leute im Internet streamt, vorliest, dann ist man ein bisschen. Also ich bin immer nervös. <laughs> Mich hält die Nervosität ein bisschen wach. Ähm, und mir macht es auch Spaß. Ich gebe mir auch Mühe. Keine Ahnung. Ich, ich schlafe jetzt hier nicht ein, wenn ich so am Schreibtisch sitze. Ähm, Invisible. Ich höre jetzt leider auf. Tut mir leid. Aber ähm, ja, normalerweise fange ich so zwischen 9 und 11 an, habe ich mir jetzt mal vorgenommen. Ich denke, nach, wenn ich meine Statistiken angucke, was ich bei YouTube sehen kann, sind da die allermeisten Leute online. Und ähm, ich denke, das macht am meisten Sinn, wenn ich zwischen 9 und 11, ich weiß nicht, könnt ihr mal reinschreiben, wann euch gut passen würde. Jetzt haben wir ja schon halb eins, Viertel vor eins bald. Das kann ich nicht jeden Tag machen. Wenn die Uni wieder weitergeht, dann... <laughs> Aber wie gesagt, ich denke, das bleibt hier online. Deswegen kann man sich das danach auch öfter anhören. Dieser Livestream bleibt dann, glaube ich, auf dem Kanal. Sehr gerne. Vorname, Nachname und Freak. <laughs> Freut mich, dass es euch gefallen hat. Also, es, es, es ist ja ein Livestream und bei YouTube sind die Livestreams, glaube ich, automatisch hochgeladen. Vielleicht muss ich es noch freischalten oder so. Aber es, ich mache das. Ich schalte das frei und dann kann man das. Ähm, quasi anhören wie ein normales Video. Ich weiß es nicht, ob es dann auf der normalen Seite zu sehen ist bei YouTube oder so, aber sollte da sein. Ähm, Dankeschön Sandgeist. <laughs> Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also ich kann noch nicht genau sagen. Jetzt kommt hier Google. Ich kann noch nicht genau sagen, wann ich wieder mache, aber ähm, was haltet ihr vom Wochenende? Samstag Sonntag Montag. Ähm, ja, freut mich, dass es bei der Arbeit geht, dass du es nachts auch bei der Arbeit hören kannst. <laughs> geht ja nicht bei jedem Job. Ähm, okay, gut zu wissen. Invisible. Dann, ja, ich denke, ich muss das freischalten oder so, aber dann schalte ich das einfach frei. Und dann könnt ihr, kannst du, also wenn du es jetzt verpasst hast, kannst du auch von vorne. Es sind jetzt über, also zweieinhalb Kapitel oder so. Ich kann mal gucken, wie lange haben wir jetzt hier. Ja, ein, eine Stunde, 24 Minuten, Geht das hier? Also kannst du dir gleich geben, <laughs> wenn du möchtest. Ja, genau. Also, ich habe ja das erste Mal auch schon gestreamt vor drei Wochen und das wurde ja auch hochgeladen. Ähm, mögt ihr das mehr, wenn ich ähm, das einfach so hochgeladen lasse als Livestream quasi? Ich kann das auch noch nachbearbeiten. Einfach live. Ich habe ja ein ganz normales Mikrofon. Ich bin kein Technikprofi. Ich habe einfach ein Mikrofon eingesteckt, aber ich kann mit Software ein bisschen die Stimme. Noch aufbereiten, also ein bisschen verschönern, weil bei den normalen Videos, bei den richtigen Videos und keine Livestreams, ist ja ein bisschen. Naja, ähm, die Stimme hört sich glaube ich ein bisschen besser an als jetzt so live. <laughs> dann wünsche ich mal eine gute Nacht, Kim. Ja, kannst du gerne von vorne angucken. Ich schalte den jetzt gleich frei und dann kannst du den. Also geht anderthalb Stunden. Kannst du bis um 2 Uhr morgens ja <laughs> anhören. Okay. Ja, dann wünsche ich mal auch eine gute Nacht. Freut mich, dass es dir auch gefallen hat. Wir sehen uns nächstes Mal. Kann ich ja eigentlich noch kurz, wenn die Leute noch da sind. Äh Wollt ihr gerne mal wissen, ob ihr lieber Streams habt. Oder Videos. Weil vom Aufwand her ist es eigentlich dasselbe. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Könnt ihr abstimmen vielleicht, ob ihr lieber Streams oder Videos habt? Äh, ja. <laughs> Wäre cool, wenn ihr abstimmt und mich das wissen lässt. Ja, also wie gesagt, ihr könnt auch gerne jetzt, bevor ihr geht oder als Kommentar einfach sagen, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit ihr gerne hören würdet. Ich habe schon mal bei dem Livestream gefragt und da war die Antwort so Wochenende oder Montag und irgendwann zwischen 21 und 23 Uhr anfangen. Einfach so ungefähr die Zeiten. Und jetzt hat es ja auch gut funktioniert mit der Verbindung. <laughs> ähm, ich. Hat ja am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten ge gehabt. Da waren wir schon bei über 30 Zuschauern und dann ist es immer runtergegangen, weil das irgendwie gegangen hat. Ich hoffe, im Video, oder dann im Livestream ist das alles gut. Okay. Gut, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich weiß gar nicht, wie ich euch Bescheid sagen kann. Kann ich hier bei YouTube irgendwie... Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, Invisible, dass man da ein bisschen. Ich kann halt schlecht ein ganzes Kapitel vorlesen und gar nicht auf Nachrichten antworten. Das finde ich auch ein bisschen blöd. <laughs> wenn ich euch so weg ignoriere, aber du hast recht. Also, wenn man zuhört und dann fange ich an, mit den Leuten zu reden, dann nimmt das, glaube ich, ein bisschen auch aus der Geschichte, aus der Story. Habe ich auch das Gefühl. Würde mich, glaube ich, auch ein bisschen nerven. Vielleicht kann ich ja auch ähm, das hier als Video machen und einfach den Teil rausschneiden, kurz, wo wo ich mit dem Chat rede. Also <laughs> fühle euch nicht angegriffen, ich rede sehr gerne mit euch, aber wenn man so im Nachhinein, wenn es nicht mehr live ist, das Video anguckt, dann ist es vielleicht doch ein bisschen nervig. Okay, ja dann, ich weiß es, ich kenne mich hier mit YouTube eben, wie gesagt, noch nicht so richtig aus. Ähm, ich versuche hier mal rauszufinden, weil ich habe mal gesehen, man kann hier irgendwie so Nachrichten machen oder News. Also wenn ihr Abonnenten seid vom Kanal, dann kann ich wahrscheinlich irgendwas schicken, wenn ich einen festen Termin habe fürs Stream. Ja. Dann wisst ihr da Bescheid, weil ich möchte es nicht irgendwie Montag versprechen und dann klappt das nicht. Ich muss halt gucken, wie es bei mir zeitlich reicht. Aber ich habe auf jeden Fall Lust das öfter zu machen. Ich muss halt realistisch sein mit Uni und Arbeit und allem. Freundin, <laughs> Hobbys, Sport. Bleibt da jetzt nicht so viel Zeit, aber ich würde es auf jeden Fall beibehalten. So einmal die Woche wäre cool, wenn es klappt. Ähm, ich muss auch nicht mit, kann man das schreckens weitermachen. Also ich würde halt einfach damit weitermachen. Ist ja logisch irgendwie. Aber wenn ihr mal an einem Abend im Stream seid und mal ein äh, anderes Buch hören wollt, also Harry Potter habe ich alle und kann auch was anderes vorlesen. Also ich persönlich lese eigentlich Biografien oder andere Bücher. <laughs> Aber Harry Potter ist halt, glaube ich, ansprechend. Deswegen seid der hier, denke ich mal. Okay, ja, eine Glocke. Dann. Ja, ich glaube, da kriegt man eine Nachricht aufs Handy oder so. Das ist, glaube ich, schon mal gut. Könnt ihr gerne allein machen. <laughs> Was ich studiere. Äh, ich studiere BWL momentan noch. Ähm, ist halt ein bisschen mathelastig, aber so langsam wird es interessanter. <laughs> Tintenherz. Habe ich tatsächlich auch irgendwie vor Ewigkeiten mal gelesen als Kind. Ich bin jetzt 25. Das ist auch schon 15 Jahre her oder so. <laughs> aber können wir auch mal machen. Ich würde wahrscheinlich aber trotzdem erstmal äh, kann man das schreckens fertig machen. Wie viel sind das? Wir sind jetzt bei Seite 136 von 350. Wir haben heute so 40, 45 Seiten geschafft. 45 so. Ähm. Sind schon noch einige Abende, die wir vor uns haben, glaube ich, mit dem Tempo. Ja, dachte ich mir, dass sehr viele Harry Potter-Fans äh, da sind. Also, wenn ihr, Ich lese jetzt nichts mehr vor, falls ihr noch drauf hofft, ähm, könnt ihr euch gleich den Livestream angucken. Ich habe jetzt einfach nur so noch ein paar Minuten. Vielleicht, um euch mit, mit euch ein bisschen zu quatschen. Aber ich gehe dann jetzt auch gleich ins Bett. Ja, der fünfte Teil ist gut. <laughs> wenn ich eigentlich mit am besten, glaube ich. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich will da auch nichts spoilern. Ich möchte mich da ein bisschen zurückhalten, die Leute, die das hier anhören, haben ja vielleicht unter Umständen noch nicht alle Teile gelesen oder gesehen. Deswegen lasse ich mich mit den Spoilern oder mit hin. Ja. <laughs> Aber ja, gefällt mir auch auf jeden Fall. Älter als 25 ja, kriege ich öfter gesagt. Ich glaube, im echten Leben höre ich mich wohl da wahrscheinlich auch. Am Telefon ist es auch so. <laughs> Ich wurde auch mit 15 schon immer für meinen Vater gehalten, eine Schule angerufen hat, wenn ich ärger gekommen habe Aber ja, keine Ahnung. Ich rauche auch nicht. Ich habe früher ein bisschen geraucht, aber das ist es, glaube ich nicht. <laughs> ja, Mathe, ja, also Mathe kommt drauf an. Ich konnte das noch nie. Kommt drauf an. Also manche Fächer machen mir dann natürlich auch Spaß. Aber im Grundstudium und also ich bin jetzt im vierten Semester. Die ersten Semester hast du halt ziemlich fast nur Mathe und andere solche Fächer. Und das es braucht, macht mir jetzt nicht so Spaß. Aber jetzt haben wir auch ein paar andere und das macht mir mehr Spaß. Ja, da bin ich jetzt hoffentlich zufrieden mit dem, was noch kommt. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Freak. Sehr gerne, Jevo. Gute Nacht. Ja, Tintenherz können wir gerne machen. Aber ich würde, wie gesagt, das Buch hier noch zu Ende machen. Ich mag das nicht, wenn man so fünf Sachen anfängt. Oder wir machen mal einen Tintenherz-Stream extra ohne Harry Potter Stream. <laughs> Vielen Dank, Politiker. <laughs> ja, es ist allgemein so, die Bücher sind halt sehr viel ähm, detaillierter und ausführlicher, wenn man die Filme sieht und die Bücher davor gelesen hat. Dann sind die nett, aber kommen nicht so anders ran. Da wird ja eine ganze Welt gebaut mit den ganzen Details. Vor allem, also anfangs die Bücher sind jetzt ja noch nicht so krass ausführlich, aber dann später so. Ich finde es ab dem dritten, vierten, vierten, ab dem vierten Buch spätestens ähm. ist halt schon sehr detailliert. Also ich habe immer zuerst, ich habe tatsächlich immer die Hörbücher gehört und dann habe ich das Buch, die Bücher gelesen und dann habe ich die Filme angeguckt, als sie rauskamen. <laughs> aber ja. Also ich finde auch die Filme eigentlich die allermeisten gut. Nur eine hat mir nicht so gefallen. Ja, der Viertel ist auf jeden Fall gut. Und spannend. Da finde ich auch den Film gut. Ja, also Mathe es kommt halt drauf an. Ne? Manchen liegt sowas, manchen liegt was anderes. Mir liegt halt Mathe jetzt nicht so. Ich war mein Deutsch besser. Kann man sich jetzt hier vielleicht auch denken. <laughs> Und in Englisch. Aber, ja. Ich weiß auch nicht. Ich weiß halt nicht. Also, ich kann auch gerne den ganzen Abend mit euch noch reden. Das Ding ist halt, beim Vorlesen muss man sich halt auch schon so ein bisschen konzentrieren. Ich merke das immer, wenn ich dann keine Pause mache. Ähm, ich arbeite ein bisschen nebenbei, neben dem Studium auch. Ähm, also mache ich verschiedene Sachen, aber ich, ich lese auch Sachen vor für Werbung zum Beispiel. Und wenn man da sehr viel liest, dann kommt man so ein bisschen raus. Also es ist wichtig, dass man eine Pause macht. Wir können auch einfach mal längere Streams machen. Wenn das dann okay ist, dann mache ich vielleicht zwischen den Kapiteln einfach ein bisschen Pause. Dann schaffe ich vielleicht auch drei oder vier oder fünf, wenn ich mit euch reden kann. Ich weiß, es nimmt halt vielleicht die Leute ein bisschen aus der Story raus, aber es ist vielleicht auch besser, wenn ich das Kapitel durchlese, ohne äh, abzuweichen. Und dann. Zwischendurch mit euch ein bisschen reden, dann kann man einfach einschalten, wenn man Lust hat. <laughs> aber freut mich, dass euch die Stimme so gefällt. <laughs> Manchmal gibt es auch... Ja, hatte auch schon so negative Erfahrungen mit wegen der Stimme, aber wenn sie euch gefällt, dann ist er gut. Welcher Film oder welches Buch mir nicht gefallen hat? Welcher Film in dem Fall? Oder welcher Teil? Gute Nacht, Polit Political Future. Schlaf gut. Ja, wohl wahrscheinlich kein langer Abend mehr. Zumindest nicht für mich. Für manche vielleicht schon. Also welcher mir... Also mir haben schon eigentlich alle Bücher gefallen. Manche halt mehr als andere. Ich finde halt vor allem bei den ersten 1, 2, 3 Büchern merkt man so ein bisschen, dass... Dass es da noch äh, Neuland war. Ich finde, mit der Zeit wird es ja immer routinierter so beim Schreiben. Andererseits hat es auch was, so wenn man zum ersten Mal eintaucht, da ist noch alles ein bisschen kindlich beschrieben, keine Ahnung. Ähm also mir gefallen eigentlich alle Teile, die Bücher, Filme, ja, ist natürlich klar, dass man. Favoriten hat bei den Filmen. Ich glaube, den sechsten Teil fand ich tatsächlich nicht so gut. Und die ersten zwei sind halt sehr kindlich. Dritter, vierter, fünfte finde ich ziemlich gut und dann die letzten zwei auch. War gut mit den Pausen. Okay, dann können wir das auch, auch so beibehalten. Dann machen wir mal zwischendurch. Also zwischen den Kapiteln, meinst du. Möchte euch ja nicht aus der Geschichte rausnehmen. Also, wenn ich das schon vorlese, wäre doof, wenn ich euch dann so rausnehme, aus, wenn, ihr, wenn man da so eintaucht. <laughs> also, ich glaube, ich, glaub, ich fände es auch doof, wenn, wenn ich irgendwie als Kind Rufus Beck gehört hätte oder so. Und der wäre dann immer abgewichen alle fünf Minuten. Und hätte ja zwei Minuten mit irgendjemand anders geredet, so im Studio. Aber gut, dann können wir es ja so machen, dass ich einfach das Kapitel durchlese und dann dazwischen so ein bisschen Pause machen, dann können wir es auch mal länger machen, weil tatsächlich irgendwie durchlesen und ab und zu mal mit euch reden ist schon anstrengend. Ich weiß nicht, ob ihr jemals schon mal sowas durch also vorgelesen habt. Ähm, aber es ist schon anstrengend für die Stimme. Man muss sich auch ein bisschen konzentrieren. Ich habe auch äh, öfter Kommentare, es ist halt ich glaube, es ist Geschmackssache. Manche Leute finden es gut, dass ich ein bisschen schneller lese in den Videos auf jeden Fall. Habe ich den Eindruck. Ich höre die selber nicht an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mir meine eigenen Videos nicht anhören. Ich finde das komisch. Aber ich habe öfter gelesen, dass es manche Leute gut finden. Aber eben auch einige Kon Kommentare, dass sie es anstrengend finden, wenn ich so schneller lese. Also kann ich auch ein bisschen langsamer lesen und bewusst darauf achten, wenn ihr möchtet. Wenn ihr das besser findet. Findet ihr auch. Ja. Ja, es ist halt so. Die ersten ein, zwei Teile sind halt so eine ähm, Einführung quasi in das Thema oder in die Welt. Ich auch. Aber ich finde sie gut, wie gesagt. Ich habe ja auch extra mit dem ersten Teil angefangen. Ich kann ja, also, ich bin ja jetzt noch lange kein Profi, aber wenn ich mir jetzt ähm, bei dem ersten Video das kurz anhöre, so. Finde ich jetzt schon grottig. Aber andererseits bin ich jetzt auch zu faul, irgendwie das Ganze nochmal aufzunehmen, weil man wird ja mit der Zeit immer besser. Muss jetzt. Da muss man jetzt durch. Und außerdem ist es jetzt auch schon relativ. Äh, hat schon viele Aufrufe. Das finde ich jetzt auch doof, wenn ich das dann wegmache. Dann. Keine Ahnung. Ja, ich glaube auch, wenn man schneller liest, dass man sich mehr verhaspelt. Das stimmt wohl. Also, ich kann ein bisschen darauf achten, dass ich einfach ein bisschen langsamer lese. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist, wenn man dann so drin ist in seinem Flow, dann liest man halt so durch. Oder so schnell. Aber ist wahrscheinlich besser. Wenn <laughs> ich ein bisschen langsamer mache. Versuche ja auch nur auf Feedback zu hören, weil, wie gesagt, ich höre ja meine eigenen Videos nicht an. Ich versuche es halt so schön wie möglich für euch zu machen und man kann es auch nicht allen recht machen, also da muss man auch realistisch sein. Man würde ja das nie allen nie recht machen. Manche haben auch lieber eine weibliche Stimme, eine weibliche Erzählerstimme oder sehr langsam oder vielleicht noch schneller oder mehr betont oder sehr monoton. <laughs> also, aber naja, ich mache einfach, ich mache das so ein bisschen intuitiv. Und bisher scheint es ja ganz gut anzukommen, aber für Feedback bin ich dann trotz, äh, trotzdem offen. Okay. Ich bin schon ein bisschen müde. Also, wie gesagt, ähm, ich habe es vor. Ich kann es noch nicht versprechen, weil ich fahre am Wochenende zu meiner Freundin. Ich weiß das noch nicht genau, wann. Vielleicht klappt es noch am Freitag, je nachdem, oder am Samstag. Ja. Möchte jetzt nicht meine Freundin weg ignorieren und irgendwie ein Video oder ein Livestream machen. <laughs> Aber vielleicht klappt es ja noch davor. Sonst halt danach. Muss man sich ein bisschen gedulden. Und ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt. Das Mikro mitschleppen will. Ist eigentlich gar nicht so groß, könnte man eigentlich schon machen. Aber ich erzähle das auch nicht rum im, im Freundeskreis oder so, das weiß eigentlich niemand. Weiß nicht, das ist irgendwie so mein kleines Geheimnis. <laughs> Die Geschwindigkeit ist super, okay. Ja, also ich versuche mal ein bisschen langsamer zu machen, einfach auch, damit ich mich nicht so oft verlese. Habe jetzt nicht den Eindruck, dass es überwältigend ist, aber schon ein bisschen. Ja, das, äh, das kann schon sein. Vielen Dank, Jevo. Ja, ein paar Wörter verschlucken. Also eins zu eins zu dem Text, der da steht. Das, ich ich übe das ja vorher nicht. Und vor allem, wenn es live ist, also beim Videos, wenn ich ein Video mache, kann ich das äh, rausschneiden und noch einen Take machen. Ähm, da geht das dann schon. Aber wenn es live ist, dann, also, ich glaube, ganz perfekt wird es nie sein. Weil wenn man früher, also wenn man eine Zeit lang, wenn man eine Zeit lang vorliest, dann passiert einfach mal so ein Ausrutscher. <laughs> oder ein paar. Also ihr könnt ja auch, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auch auf dem Kanal, auf YouTube hier, bei euch äh, was vorlesen und hochladen und dann kann ich mir das auch anhören. <laughs> ähm, und ich war gespannt auf euer Feedback, ob ihr es anstrengend fandet. Weil ich weiß ich, weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich finde es anstrengend. So. Ich glaube aber, Sandgeist, ich glaube, das kann aber jeder. Ich glaube, man muss nur die Lust darauf haben. Ich mache das ja auch einfach so zum Spaß. Und ein bisschen Übung. Also, wie gesagt, allein das erste Hörbuch hat ja irgendwie neun Stunden gedauert, oder acht, ich weiß nicht. Natürlich kann man es besser irgendwann. Also, ich kann es jetzt auch besser, als ich es am Anfang konnte, würde ich mal behaupten. Subjektiv gesehen. Ähm, ich denke, das kannst du auch. Unter der Woche wäre nochmal cool. Okay. Ja, vielleicht schaffe ich es auch noch die nächsten Tage. Das könnte ich sogar nochmal probieren. Also das dann noch eher als nächste Woche. Anfang nächster Woche. Genießt die Zeit. Ja, werde ich machen. <laughs> Danke. Nee, zu 100% nicht. Aber man kann ja drin arbeiten, wie gesagt. Weiß auch nicht. Hab mal überlegt, ob ich so ein Instagram machen soll oder ein Twitter oder keine Ahnung, was man sonst noch machen kann. Weil auf YouTube kann man jetzt schlecht irgendwie so. kann halt ein Video hochladen. <laughs> ich kenne mich jetzt auch nicht so auf, auf YouTube, was man machen kann, aber da kann ich so schlecht mit euch kommunizieren, so. Zumindest nicht zeitnah. Außer ich streame halt. Ja, dann versuche ich das nochmal im Laufe der Woche. Jetzt haben wir Montag. Also jetzt Dienstag. Vielleicht klappt es ja nochmal. Vielleicht Donnerstag. Mittwoch Donnerstag. Ja. Aber da muss ich halt auch wieder ein neues Instagram aufmachen. Mein Instagram-Account. Aber ja, vielleicht überlege ich es mir mal. <laughs> ähm, seid ihr noch nicht müde? Es ist das schon 1 Uhr. Wann haben wir angefangen? Es geht auch locker hier schon. Eine Stunde 45. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht. Es gibt ja auch Twitch-Streamer oder Leute, die streamen so auf YouTube irgendwas. Also gut, wenn ich jetzt so rede, so entspannt, dann geht das auch schon länger, aber wenn ich jetzt vorlesen möchte, dann kann ich das nicht irgendwie sechs Stunden. Ich muss mich auch erst wie mal, wie gesagt, noch mit dem. Äh, YouTube hier anfreunden. Ich kenne mich jetzt da nicht aus, was das Streamen angeht. Ja, da kann ich aber auch nichts dafür, wenn du morgen müde bist in der Schule oder bei der Arbeit oder in der Uni oder was auch immer du machst. Selbst wenn du nichts äh, direkt zu tun hast, einfach so müde bist. Aber es ist selber Schuld, ist selber groß wahrscheinlich. Ja, dann. Ich finde es halt irgendwie auch ganz nett, wenn ich so ein bisschen mit euch reden kann. Das ist nochmal was anderes. Bei einem Video habe ich halt immer so ein bisschen. Es ist irgendwie ein bisschen entspannter, weil man kann dann einfach die schlechten Tags nochmal wiederholen. Und es äh, hört sich ja auch ein bisschen besser an, weil man kann es ja ein bisschen bearbeiten. Und äh, ja, das Video einfach hochladen. Aber Livestream macht halt irgendwie Spaß, wenn man so mit den Leuten reden kann. Ich denke, ich werde das einfach beibehalten, dass ich so, ich plane, versuche das jetzt. Das ist halt immer ein bisschen schwer, das wirklich dann auch zu so machen im Alltag. Der ist halt hektisch. Aber ich versuche... Ähm Ich versuche jetzt ein Video ungefähr pro Woche und vielleicht kriegen wir auch einen Stream hin. Aber ein Video und ein Stream wird, glaube ich, ein bisschen viel. Äh, vielleicht eins pro Woche, entweder Video oder Stream. Denke ich. ich. Kann ja auch so zwei, drei Videos auf einmal aufnehmen und die dann kann man ja dann so freischalten. Und dann halt ab und zu mal einen Stream als Ergänzung. <laughs> ähm, wie ich heiße? Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das hier verraten möchte. Ich habe nämlich einen, naja, jetzt nicht extrem außergewöhnlichen Namen, aber ähm, schon jetzt keinen, ich heiße jetzt nicht Tim oder Tom. <laughs> ich muss noch ein bisschen überlegen. Ich habe auch schon überlegt, letztes Mal hat mich jemand nach dem Instagram gefragt. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin eigentlich niemand, der so Öffentlichkeit sucht. <laughs> ich habe gern mein Privatleben. Aber es fängt mit L an. <laughs> 22 und schon groß? Ja, gut. Dann kannst du es ja sehr wohl entscheiden, ob du jetzt morgen müde bist oder nicht. Und dann ist es ja nicht meine Schuld, wenn ich hier alle wach halte. <laughs> ähm. Hört sich gut an? Ja, gut, dann machen wir das so. Lässt sich ja auch immer noch umändern, aber. Wie gesagt, wenn so ungefähr ein Video die Woche kommt. Es ist halt. Ja, es ist halt schon Arbeit. Ich habe auch überlegt, weil ich glaube, ich habe jetzt die 10.000 Abonnenten Marke, hat der Kanal jetzt geklappt. Ähm, YouTube hat mir irgendwas angezeigt. Wenn ich quasi. Ich, ich möchte ja eigentlich keine Werbung schalten auf die Videos. Das ist ja, ich weiß, das nervig. Aber es dauert halt, die Videos dauern auch etwa ja, drei bis vier Mal oder fünf pro Minute Laufzeit. Also wenn das Video eine halbe Stunde geht, sitze ich da so zwei bis drei Stunden dran. Ähm ja. Aber wie gesagt, ich bin schon irgendwie. Ich habe ja vor über anderthalb, ich glaube anderthalb Jahre hat es jetzt gedauert an. Die 10.000 Abonnenten. Bin da irgendwie ja schon ein bisschen stolz. <laughs> Ich weiß auch gar nicht. Hatte ich. Äh, hatte ich gar nicht erwartet, dass es so viele sind. Ich habe da ja einfach so zum Spaß angefangen. Mache ich ja immer noch zum Spaß, aber dass es wirklich so gut läuft, dass ich hier jetzt, dass wir hier 30 Leute sind und zusammen Harry Potter hören. Lesen. Keine Ahnung. <laughs> Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass, wir, dass es so läuft. Namen bleiben geheim. Ja, ich kann es ich ja immer noch verraten. Vielleicht jeden Livestream einen Buchstaben oder so. <laughs> Fürs erste reicht ein L. Ludwig ist es nicht. Tom. Ja, Tom kann es mich auch nennen. Dankeschön. Ja, ist ja auch ein Kompliment. Ich finde das ja auch voll schön. Ich weiß gar nicht. Also, ich könnte mir, wie, wie gesagt, ich kann weder meine Videos noch hören, noch meine Livestreams, noch kann ich mir selbst irgendwie nicht zuhören. Aber wenn es andere Leute können und mir zuhören können, dann freut mich das. Dann nehme ich das durchaus als Kompliment. <laughs> also es freut mich sehr. Auch, dass die Videos irgendwie hunderte oder sogar tausende Male manchmal angeguckt werden, das finde ich auch cool. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Weil ich habe ja einfach so angefangen, wie du auch zu Hause, einfach äh, ein Buchwort zu lesen. <laughs> das ist ja... Ungewohnt. Ja, klar, ist ein Kompliment. Danke. Aber darfst du mich nicht als Ausrede nehmen, wenn du morgen zu spät bist für die Uni oder was auch immer du treibst. Das geht nicht. Ja, Katharina geht schon in die Richtung, aber ist noch nicht richtig. <laughs> Ja, keine Ahnung. Also wenn ich mir das immer angucke, ich kann mir das auch gar nicht anhören. Deswegen sind auch in den längeren Videos immer ein paar kleine Fehler drin, wenn ich einen neuen Take mache. Es hört, hört sich immer an, als würde ich mich selbst schlagen. Tue ich nicht. Das mache ich nur. Ich schneide das ja nach Audiospur, dann kann ich das besser erkennen, wo ich schneiden muss. Manchmal verpasse ich halt dann einen Schnitt und dann hört sich an, als würde ich mir beim Lesen irgendwie selbst eine reinhauen. Mache ich nicht, keine Sorge. Ähm, aber ich höre halt die Videos nicht ganz an, weil ich kann die nicht, ich finde das total komisch, meine eigene Stimme zu hören, deswegen ähm, ja. <laughs> es sind halt ein paar kleine Fehler drin, aber von mir aus können wir es auch so machen, dass ich es, ich weiß nicht wie, auf Instagram oder wo auch immer oder WhatsApp, ich habe keine Ahnung, dass ich es vorerst schon mal hochlade, dann könnt ihr quasi meine Versuchskaninchen sein, meine Beta-Tester. <laughs> Und wenn ich das hochgeladen habe dann, und ihr einen Fehler entdeckt, könnt ihr es mir sagen. Dann kann ich den rausschneiden, bevor ich das endgültig auf YouTube hochlade. Ich weiß nur nicht, wie das funktionieren soll. Habe ich mir schon überlegt. Aber wenn ich es auf YouTube hochlade, dann hört es ja schon jeder. Deswegen muss ich das irgendwo anders machen. Ja, ich glaube, ein paar Leute hören sich schon ganz gerne reden und sehr viel, aber ich gehöre nicht dazu. Krankheit. Oh, ich hoffe, es geht dir bald wieder besser. Weiß ich nicht. Natürlich nicht schön, aber vielleicht kann ich dich ein bisschen aufmuntern. <laughs> Und ein bisschen ablenken. Dann, äh, wie gesagt, gibt es stundenlange Videos. Kannst du ja alle reinballern, kannst du ja alle geben. <laughs> ja, so ungefähr könnte man das aufnehmen, ja. Aber nee, ich schlage mich nicht selber, keine Sorge. Wenn dann, also manchmal ist man wirklich frustriert, wenn man es irgendwie fünfmal probiert und jedes Mal nicht hinbekommt. Es läuft irgendwie im Livestream auch besser gefühlt. Natürlich verhaspel ich mich manchmal schon, aber ich glaube, ich bin bei den Videos sehr perfektionistisch, dann, dass alles super wird. Im Livestream kann ich halt nicht machen, dann muss ich einfach weitermachen. Ähm, vielleicht sollte ich das mal übernehmen in die Videos. Dann schlage ich mich auch nicht so oft. Danke, Anna. Freut mich zu hören. Ich übe, Katharina. Ist ja mein zweiter Livestream. Wird noch. Ist noch ausbaufähig, aber man muss ja irgendwo anfangen. Ja, Sandkreis, finde ich lustig. Sitzen jetzt auch schon eine halbe Stunde hier oder so, weil wir fertig sind. Ähm, finde ich aber ganz nett, weil es ist sonst immer so ein einseitiges Geschäft. <laughs> sonst nehme ich auch das Video. Sitze bei mir zu Hause in meinem Zimmer und nehme das Video auf und lad das hoch. Ich äh, lese dann eigentlich, ich lese alle Kommentare, wirklich alle. Ich kann nur nicht immer auf alle antworten, aber ich lese jedes einzelne. Also ich freue mich über jedes einzelne. Ob äh, positiv lobend oder konstruktive Kritik, wie es natürlich immer ist, ähm, freue ich mich immer über jedes Kommentar. Nee, also ich weiß nicht. Ich frage mich, wie das bei anderen also ist, so Rufus Beck oder bei anderen Leuten. Die jemals ihre eigenen Stimmen anhören oder Schauspieler, ob die ihre Filme ansehen. Ich denke, bei Filmen ist vielleicht noch mal ein bisschen anders, aber na wohl. Ich finde mich auch auf Bildern komisch. Hast schon alle mehrmals gehört, ja gut, denn, dann ist natürlich doof. Da muss ich jetzt aber mich ranhalten. Dann schlage ich mich mal ein bisschen, damit da auch noch ein bisschen was an Nachschub kommt, damit du mehr hören kannst. Soll ich mal den Titel hier ändern? Ich möchte gar nicht die Leute hier reinlegen. Äh, naja, ist egal. Weil hier kommen ja, hier sind schon noch einige Leute und ich habe das Gefühl. Viele klicken halt drauf, weil sie denken, sie kriegen Harry Potter, aber sie kriegen gerade gar keinen Harry Potter. Naja. Ja, okay, dann kommen wir jetzt mal. Also wie gesagt, ich habe jetzt die nächsten Tage auch gar nicht mehr so viel Arbeit. Uni hat noch nicht richtig angefangen. Also kriege ich vielleicht noch gebangen, dass ich ein paar aufnehme heute, also Dienstag morgen heute. Ich noch was anderes aufzunehmen. Ist immer lustig. Das mache ich. Ich mache das hier mit Harry Potter eigentlich ziemlich gerne, weil wie gesagt, ich nehme auch Texte auf für so Werbung und da ist das Skript immer festgelegt und ernst. <laughs> das ist hier als kreativer Ausgleich immer ganz nett, wenn ich einfach Harry Potter vorlesen kann und. Jetzt sogar mit euch reden. Ja. Ich glaube, dann wird's so langsam auch mal Zeit. Es sind immer noch sehr viele Leute. Neununddreißig. Ich möchte euch ja nicht enttäuschen, aber ich muss eigentlich mal ins Bett. Wie viel haben wir denn noch? Schaffen wir das noch? Das Kapitel das ist mein Ehrgeiz, ein bisschen geweckt. Wie kann ich denn hier gucken? Seite 136 waren wir. Ha, ich mache da mal kurz aus. und Seht ihr gleich mein Amazon-Account? Muss jetzt nicht sein. Ne, okay, sind schon noch einige Seiten, die wir ja vor, vor uns hätten. Das schaffen wir jetzt heute nicht mehr. Und guten Abend, Katharina, wünsche ich dir auch. <laughs> ja, ich weiß nicht, wie viel. Also, das sind jetzt schon noch ein paar Seiten. Wo waren wir denn eigentlich? Ne, es sind so zehn Seiten ungefähr. Das ist, glaube ich, noch die gesamte Geburtstagsfeier oder diese Halloween-Feier oder was das war. Ähm ja, den man nicht sieht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mal die Kamera anschalten soll, aber so schön bin ich nicht. Dann rennen alle weg. Dann guckt keiner mehr die Videos, wenn ich mich zeige. Ist vielleicht doch besser, wenn ich, wenn ich nur Harry Potter zeige. <laughs> Und ein Lagerfeuer. Das hat man, glaube ich, ein bisschen mehr davon. Ich sehe auch eigentlich ganz normal aus. Ich weiß jetzt nicht, was du erwartest. Sandgeist. Aber ich glaube, so interessant sehe ich nicht aus. <laughs> Neben, nee, also ja. Eigentlich wäre ich dann, also ich schäme mich nicht oder habe auch sonst kein Problem damit, mich zu zeigen. Aber ich suche jetzt auch nicht unbedingt das Rampenlicht. Ähm, und ich habe nur einen persönlichen Instagram-Account. Ähm, ja, <laughs> folgen mir da, auch wenn es nur fünf Leute sind, die ich gar nicht kenne. Ähm, Kamera. Weil es halt nicht, mit, also mit meinem Namen findet man eins, also findet man in einer Sekunde meinen Facebook und mein Instagram und noch wahrscheinlich auch meine Homepage für meine Arbeit. Aber ähm, mit meinem Bild wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so schnell. Ja gut, aber ich sehe euch ja auch nicht. Ich sehe auch nur Bilder. Kleine Bilder. Kann ich teilweise noch gar nicht so richtig sehen, weil die sind auf dem anderen Monitor. Nur du Der Sandgeist hat so eine Maske, ein Todesser oder ich weiß nicht genau. Black gute Frage. Irgendwas Pinkes kann ich jetzt gar nicht erkennen. Invisible, das glaube ich, ich glaube, ein normales Profilbild, aber ich erkenne es so klein jetzt nicht. <laughs> Dankeschön, Mal, Mel, Meldi, Maldi, Meldi. <laughs> äh, ja, mein Vornamen, der hat halt auch so eine Schreibweise, da gibt es halt nicht so viele Leute. Selbst das ist halt nicht so schwer, mich dann zu finden. Es klingt jetzt ultra doof, aber ich glaube, meine Nachname-Vorname-Kombination gibt es nur einmal. Mein Vorname ist auch jetzt nicht so krass. Eins, äh, also, selten eher, vor allem in der Schreibweise zumindest. Naja. <laughs> Gut. Aber du hast doch meinen Tarnnamen. Weiß doch jeder, dass ich hier Tom heiße. Das bist du. Okay, dann ist ja gut. Ich kann es nur leider nicht erkennen, weil es ist ziemlich klein. Aber, ähm, <laughs> ja. Ich überlege es mir mal. Vielleicht verrate ich euch ja jetzt jeden, jeden Livestream einen Buchstaben. Irgendwann wisst ihr es dann. <laughs> Tim Tom. Ja genau. Ich bin Tom. Tim Tom. Das ist mein voller Name. Ich habe kurz meinen Ausweis neu machen lassen. Mein Ausweis, mein Reisepass hat mich 100 Euro gekostet. Aber gut. Dafür war ich damit mit im Urlaub. <laughs> Lars. Nee. Ist länger. Und nicht mit A. Aber ja. Ich kann jetzt nicht jedes Mal einen Tipp geben, sonst kannst du ja einfach. Schreibweise. Äh, wie meinst du die Schreibweise, wie ich mich schreibe? Ja, wahrscheinlich bin er der wahre Trumpfhelden. Wahrscheinlich sehe ich dem auch ähnlicher als Harry. Aber ich weiß nicht, wem ich. Wahrscheinlich keinem. Ähm, Lanzelud. Ja, Lancelot, vielleicht. Nee. <laughs> ja, das sind Hörbücher zum Einschlafen und nicht äh, Hörbuchvorleser zum Angucken. Hast du recht. <laughs> Achso, ja, die Schreibweise ist besonders, ja. Also, was heißt besonders? Also jeder, der dem ich meinen Namen sage, äh, schreibt mich falsch. Ähm, ja. <laughs> das weiß auch nicht. Ich glaube, meine Mutter, meine Mutter oder mein Vater oder meine Eltern wollten mich ärgern, weil ich muss jedes Mal korrigieren. Ich gehe auch unter einem Spitznamen. Weiß nicht, wenn ich jetzt hier mein Instagram reinschicke, wenn das jemanden interessiert, dann ist das halt wahrscheinlich für immer da. Dann kann man das nicht löschen im Nachhinein, oder? Kann man das dann löschen? Kennt ihr euch aus und legt mich nicht rein. Kann man nicht löschen. Ja gut, dann lasse ich da jetzt mal. Ähm, wenn ich es vorlese, wahrscheinlich auf jeden Fall. Als Text vielleicht länger gedrückt halten. <laughs> ja, wie gesagt, vielleicht, ich kann ja auch einfach ein Instagram machen für meinen äh, für die Hörbücher. Dann kann ich auch da. Kann man, ich weiß nicht, kann man auf Instagram sowas hochladen, so Videos, lange Videos? Geht das? Dumme Frage. Also, ich kann von mir aus, ich weiß nicht, ob ich die Videos da hochladen kann. Ja, es gibt auch nicht so viele Namen mit L, deswegen. <laughs> früher oder später landest du da, wenn ich dir Tipps gebe. IGTV. Gut, da kenne ich mir jetzt halt nicht so aus. Aber ich werde mal reingucken. Ist halt auch die Frage. Kann man auch mit dem Handy angucken. Also auf dem Handy dann auf Instagram was anhören. Das wäre eigentlich auch mal interessant. <laughs> das wäre eigentlich auch eine lustige Idee. Muss man nicht auf YouTube. Aber gut. So voll kann man ja nicht sein. Kann man auch auf YouTube gucken. Hören. Ah ja, noch eine kleine Frage. Seid ihr eigentlich am Handy oder am Laptop? Oder sogar im Fernseher geht das, glaube ich. Würde mich mal nur interessieren, so eine kleine Umfrage. Ich kann mal hier gucken. Hier kann man ziemlich viel sehen. Viele Daten. Audience. Ah, guck mal hier. Ich kann sehen, was ihr anschaut. Mo Entertainment. Ihr Verräter. Schaut auch das. <laughs> Cold Mirror. Ah ja, die kann ich auch. Ähm, war hier nicht irgendwie. Na gut, keine Ahnung, wo man das jetzt sieht. Äh, Traffic Source. Da. Ah, nee, das ist was anderes. Device Type. Hier kann ich sogar gucken. Ist spannend. Okay, die. Äh, drei Viertel von euch sind gerade am Handy. Also von 39 Leuten. Oder 37. Also 20 von euch. 25 sind am Handy gerade. Und ein paar sind am Computer. Und einer ist am Tablet. <laughs> und ein Held ist an seiner Xbox oder an seiner PlayStation. Fürst ein Katzenaccount. Ja, kannst gerne dein Katzenaccount da lassen. Wenn du möchtest, dann kann ich dir da folgen. Das wäre doch was. Da muss ich nicht meinen Namen hier in aller Öffentlichkeit rufen. Aber ich kann euch äh, folgen. Wenn ihr möchtet. Dann ist das etwas privater. Da müsst ihr euch outen, wenn ihr euch traut. <laughs> Ansonsten mache ich halt einen neuen Account. Oder ich überwinde mich. Ja, in Öffentlichkeit, ähm, Öffentlichkeit, also ich pendel zwischen Frankfurt und Süddeutschland. Also ja. Also Hessen und Baden-Württemberg bin ich zu finden, falls ja jemand da wohnt. PC, ja, guck mal hier, ein paar Laptops sind dabei. Am Handy. Ja, eben, du wolltest doch schlafen, das Ist doch. Na ja, gut, da kann man aber gut einschlafen, wenn man am Handy ist, ne? <laughs> kann man einfach so neben sich legen und pinnen. Na ihr Verräter, geht zum Mo. Er ja, muss ich öfter hochladen, glaube ich. Wenn der bei mir bleibt. Ich sehe auch übrigens, dass sehr wenige, also ihr wahrscheinlich jetzt nicht, aber sehr wenige sind hier abonniert. Oder nennt man das so? Haben abonniert. 88% sind nicht subscribed. Finde ich nicht okay. Ja, dann kommen ein paar mehr Videos, dann bleibt er hoffentlich bei mir. Ne, der macht das ja auch super. Das ist auch so ein Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe. Ich dachte, der kann das. Kann ich es auch mal probieren. Also, wenn der das kann und ich kriege das auch irgendwie hin, dann könnt ihr das auch könnt ihr gerne mal probieren. Backsteinmauer-Laptop. Ja, so einen hatte ich auch. habe mir vor kurzem für das Studium extra einen äh, neuen Laptop gekauft. <laughs> Cat Gang of Three. Okay. Soll ich, mal, soll ich mal stalken gehen? Ja, Sandgeist, vielleicht treffen wir uns einmal. <laughs> Kannst du mir mal halt was vorlesen, dann live. <laughs> wir den spieß um äh, sie nee, das ist nicht so aber war ich auch schon ist schön wien war auch schön du bist neu black Fruity. ja ich kann mir leider nicht alle namen merken und bei manchen leuten sieht man auch nicht ob die abonniert haben oder aber einige namen hier kommen mir schon auf jeden fall bekannt vor also die habe ich auch schon in den kommentaren gesehen. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, <laughs> um niemanden auszugrenzen. Aber ich kenne ja schon einige Leute, die hier auch zugucken und noch nichts gesagt haben oder wenig. Gut, dann warte ich stalk dich mal kurz. Ich bin mal kurz auf Instagram, kurz nachgucken. der früheren Hunde-Account auf Instagram. Das ist ein kleiner Fun fact. Habe ich eigentlich immer noch, aber ich bin da nicht aktiv. Vielen Dank. Sehr freundlich. Ja, aber Freiburg kenne ich, habe ich auch Familie. <laughs> aber bin ich jetzt nicht so oft. Aber es ist schön. <laughs> Ja, ich stocke immer munter los. Wie in die alte Heimat. Warum bist du da krank? Ich fällt dir das nicht mehr. <laughs> Vielleicht sollte ich den umwandeln, ja. Einfach die Hundebilder da lassen und einfach nur ab jetzt neue äh, Videos hochladen oder Fotos. Also es sind einige Katzenliebhaber hier, ne? Habe ich aber auch schon in den Kommentaren gemerkt. Ich studiere BWL. Meine Uni möchte ich jetzt hier nicht nennen. <laughs> ähm. Aber BWL. Bisher schauen wir mal, wie lange noch, ne? <laughs> muss noch zwei Sachen nachschreiben. Du möchtest Chemie studieren. Ja, ist bestimmt interessant. Die Leute, die ich kenne, die so Physik, Chemie, sowas in die machen, die müssen halt sehr viel lernen. Also ich glaube, entspannt ist das nicht. <laughs> Aber wenn dich da sehr interessiert, dann kannst du das ja mal probieren. Ah, hallo Schuhschuh oder Jewo. Ich, ich wohne sogar relativ. Jetzt sage ich zu viel, aber ich wohne nahe an der Schweiz. Ich verstehe die Schweizer. Ich habe auch schon in der Schweiz gearbeitet. <laughs> das ist ein arges Landei. Ach ja. Hat doch auch was Schönes. Ist doch entspannt. Leroy? Nee, ist es nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt tatsächlich mal bei ins Bett. Jetzt haben wir schon halt zwei. Jetzt weil ich eigentlich schon so lange ins Bett gehen und hat irgendwie nicht geklappt. Guck mal hier, aber ich kann ja, ich kann nicht stalken hier. Cat Gang. Ist das das Richtige? Habe ich das hier richtig abgeschrieben? Ja, Katzen sind tatsächlich toll. Die sind schön. Ich war auch im Urlaub vor kurzem und dann kam immer eine Katze rein immer reingegangen bei uns ins Airbnb. Hat sich da wie zu Hause gefühlt. Na, Bondorf nicht, ne. Also ich nicht, falls du mit mir redest. Folgt ihr mal unauffällig. Die ganz schlauen unter euch können dann äh, äh, <laughs> Detektiv spielen und finden mich dann. <laughs> ja, sind sehr schöne. Schöne Katzen. <laughs> ich habe jetzt nicht alle angeguckt, alle will, das tut mir leid. Aber die, die ich gesehen hatte, die fand ich schön. Guck mal, hier kann sowas liken. Ich muss nur sagen, ich es glaube ich, ein bisschen sehr viel Arbeit. Also so schön die auch sind und so süß, ähm, ist ja dann doch schon wahrscheinlich sehr viel Arbeit so Katzen. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Katharina. Und äh, du darfst, du darfst meinen Namen hier nicht äh, rausposaunen, Invisible, ne? Das ist klar. Ne? Das ist auf ihren äh, Basis hier. <laughs> Wie sagt man. Also wie gesagt, wenn ihr euren äh, Instagram oder was auch immer hier lasst, dann kann ich äh, euch folgen oder was auch immer. Ich weiß auch nicht, warum das irgendwie relevant wäre. Irgendwie hat er ja jetzt nicht viel mit Harry Potter zu tun, aber... <laughs> ja. Ja, genau, finde ich auch unauffällig, und man merkt's ja dann doch und dann ist es ja eh auffällig. Also kann man auch gleich einfach auffällig folgen. <laughs> ja, viel Arbeit, denke ich mir. Klar, eine Freundin von mir hatte auch mal zwei Katzenbabys auf einmal. Die haben dann auch immer überall hingemacht. gemacht und waren sehr viel brauchten sehr viel Liebe. Aber ist ja, ist ja auch schön. Sind ja auch sehr süß. Ich hoffe, ist es ist sicher. <laughs> ja, kannst du gerne machen. Ich werde dann merken, ob das du bist, hoffentlich. Sehen wir dann. Vielleicht hast du auch ein Katzenbild oder so. Mel, die... Ähm wir haben vorhin äh, überlegt, wie wir denn mehr machen können, also schreiben können oder keine Ahnung, um up to date zu bleiben, was so Videos angeht, wann die kommen und so. Und dann hatte ich Instagram vorgeschlagen, aber ich habe noch keinen Account gemacht und meinen persönlichen Account möchte ich ja eigentlich nicht rausballern. Ich bin einfach so ein bisschen der private Typ, muss jetzt nicht hier überall jeder haben. Und ähm, deswegen. Auf YouTube zu zweit weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Deswegen fand ich auch so Instagram zum Beispiel praktisch. Ich glaube, Twitter eignet sich dann doch auch nicht so. Instagram ist, glaube ich, noch am besten das ähm, passendste. Ja. Wir bleiben bei Tom. Genau. Können auch Tom bleiben. Gehe jetzt aber dann mal ins Bett. Das haben wir nämlich genau halb zwei und ähm, ich bin müde. Aber ähm, ja, nee, wie bei WhatsApp weiß ich nicht, keine Ahnung. Also auf Instagram geht das ja. Wenn ihr möchtet, kann ich das mal machen. Kann ich dann beim nächsten Mal hier raus schicken. Dann könnt ihr mir da folgen, <laughs> wenn das, wenn ihr das möchtet. Dann kann ich da auch vielleicht was hochladen. Ich weiß nicht, ob man das darf, ob das geht auf Instagram. Keine Ahnung. Deine Hackfresser, ich glaube, so schlimm ist es nicht. <laughs> okay, genau. Der Tom geht jetzt ins Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht. War schön, dass ihr noch da wart, auch wenn wir gar nicht mehr Harry Potter gelesen haben die letzte Stunde oder so. Die Stunde. Tote Menschheit. Ja, in manchen Aspekten vielleicht schon. Aber ich finde es auch sehr nützlich. Sonst hätte niemand meine Vorleserstimmchen gehört. <laughs> genau. Ja, also machen wir weiter. Wie gesagt, vielleicht klappt es ja nochmal die Woche. Video oder Live. Und dann ähm, versuchen wir das regelmäßig beizubehalten. Wenn es mal wieder live geht, ist, habe ich vielleicht bis dahin auch mein Instagram da erstellt. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Wir sehen uns nächstes Mal. Gute Nacht. Black, Mail, Invisible, Sand und alle anderen. <laughs> gute Nacht.